was bisher geschah. Ja, wir sind halt in der Höhle weiter vorgedrungen, haben uns entschlossen, den Weg zu nehmen, der von Steinschlägen gesämt ist, was wir auch ganz schnell gemerkt haben, dass es keine schlaue Idee ist, auf einem Haufen zu laufen, und haben uns da ein bisschen verteilt, sind im weiteren Verlauf in eine größere Höhle gekommen, wo uns mehrere kleine Goblins in Empfang genommen haben. Wir haben die ersten Truppen waren relativ leicht dann auch zu besiegen. Das war nur so das Meat Shield sozusagen, die haben sie halt vorgeworfen, vielleicht können sie ein bisschen was machen. Nee, haben sie nicht. Worauf wir dann halt weiter mit ihnen gekämpft haben. Wir sind dann irgendwann zu den zwei Bossen gekommen, haben den einen Boss, der hat sich dann verwandelt, plötzlich in einen Drachen. Und hat noch ganz schön zugelangt, wenn ich mein Leben so anschaue. Aber nichtsdestotrotz haben wir es wieder mal geschafft, auch diesen Fall positiv für uns enden zu lassen. Und sind hier auf einem riesen Goldschatz gelandet. Und da haben wir letztes Mal aufgehört. Einzige, was fehlt, Resea hat die verschiedenen Zelte durchsucht. Nichts gefunden, wie auch erwartet. Außer in einem Zelt. Eine Koboldmutter mit einem Koboldbaby. Ja. Die Gruppe des Mordes und sonstiger böser Gräueltaten bezichtigt hat, weil sie aus dem Kind ein Waisenkind gemacht haben. Was Resea erstmal ein wenig vor den Kopf gestoßen hat, will ich mal sagen. So, warte mal. Fuck. aber Kremtag hat sich auf den Weg gemacht, den Heiler und die anderen Kobolde zu holen aus der anderen Höhle. Während Rhodium und Janara sich auf die Wege nach der Tür, auf den Weg zu der Tür. Auf die Suche nach dem Weg zur Tür. Meine Fresse! gemacht haben. Deutsche Sprach. Beide mit einer wundervollen Perception an der Tür einfach vorbeigelaufen sind. Aber dafür stehen vor ihnen Virion und der Träumer. Vom Z. Ja, vor ihnen. Warte mal, welche Farbe hatte der Drache? Blau. Bläulich. Ah, ja gut, habe ich mir fast gedacht, dass das ein blauer oder grüner gewesen sein muss. Nee, es war ein Brine Dragon. Also ein Gischtdrache im Endeffekt. Der verursacht nämlich Gischt. Der haut Gischtig rein. Der hat beim Ausbrechen wehgetan. Das ist mal wieder so typisch, ne? Da bist du einmal nicht da und sie verscherzen sich's direkt mit einem Drachen. Also. Mit einem Drachen? Na ja, gut, ja. Du kannst die Gruppe nicht allein. Ja, Dinge. Vor allen Dingen, aber das wird ihm sehr wahrscheinlich aufgefallen sein, oder? Was da noch im Zelt war? Nee. Virion? Ja, Virion. Obwohl, nein, ist ihm nicht aufgefallen. Ich war noch nicht im Zelt, mir ist gar nichts aufgefallen. Er ist aus dem Zelt gegangen. Ja, aber wir haben vorher was dort deponiert. Oh, stimmt, ja, doch, oh, fuck. Also, nochmal kurz. Beim Rausgehen aus dem Zelt, Virion, ja, siehst du einen riesengroßen Kadaver eines ausgewachsenen Underworld Dragons. Ich gehe aus dem Zelt, weil. Ja. Der Träumer dir sagt, wir sollten mal lieber rausgehen. Also, dann wäre auf jeden Fall so eine kurze Situation aufgetreten, wo Virion hektisch zwischen dem Drachen und dem Träumer hin und her guckt, um zu wissen, was gerade schlimmer ist. Es ist nur der Kadaver und eindeutig tot und schon zahnlos und, Mit so halb gespaltenem Schädel, weißt du? Genau. Und aus Virion kommt nur man kann nicht einmal in Ruhe ausschlafen. Sagte derjenige, der irgendwie mehrere Tage gepennt hat.
Hab einen. Ich's nicht? Einen. Literally. Oh. Da würde nur die Antwort kommen mit: Was hast du erwartet? Ich meine, er stand im Weg. Aber ein? Er war nicht in der. Oder warst du in der Stadt drin? Stimmt, nein. Die Stadt hat er ja auch. Ja, dann sind es 2 oder 3 Tage. Ja. Ja, 3 Tage so eher nach ist dem auch Thema. Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, deine. Ich weiß nicht, was es für dich sind, aber sie können nur Gewalt anwenden. Man muss ich sagen. Ich sage zum Träumer. Ja, Träumer würde antworten mit: Man muss zugeben, der Drache hat den ersten Schritt getan. Sie haben sich verteidigt. Trotzdem kein Grund, den in den Weg zu legen. In eins. Wie habt ihr den überhaupt da reingekriegt? Rhodium. Schieben. Und Farumal und. Die Tür ist immer noch türgroß, ne? Mhm. Ja. Aber immer noch wie bei einem. Ja, es ist noch immer extra planer. Mit ein bisschen Stopfen und Schieben passt das schon. Zum Glück war es kein der war mehr schlangenmäßig als ja. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Warte, ich kann dir auch nochmal das Bild schicken. Ja. Zeig euch und. Nein, das war die falsche Taste. Sommerpause. Das da. Ach so, ja, der passt ja rein. Ja, eben. Reingezogen wird. Er muss passen! Drück fester! Scheiße. Sobald der Kopf drin ist, passt der fester. Ja, das stimmt schon. Und der ist ja schon angeschnitten und halbiert. Also alles fein. Ja, alles fein. Ja. All Feiny Bert. Ja, aber ich denke mal, wenn wir dann davor ankommen. Also ich denke mal, wir laufen ja einfach weiter, ne? So nach dem Thema. Ja, so war eure Perception. Genau. Und du merkst aber, dass ja Nara ein bisschen schwächelt. Weil ja, sie ist ja auch richtig gut angeschlagen. Okay, ja, das sehe ich auch. Da würde ich sie entsprechend so ein bisschen. Stützen. Ich würde schon fast sagen, stützen. Ich habe mich ja ein bisschen verkleinert. Hat das. Ich glaube, das hat Virion gar nicht mitbekommen. Rhodium ist kleiner. Ein Stück. Genau. Ein paar Zentimeter. Ein Meter. Pi mal Daumen ist er schon die Schrumpfdelt. Ja. Ein Meter. Im Alter wird man halt kleiner, was soll man sagen? Vorher war Rhodium so 3,50. Jetzt ist er 2,50. Und wir kommen dann entsprechend an und. Oh! Hallo, Virion, Träume? Was macht ihr denn hier? Ich hab doch gesagt, ich bring euch den Schläfer zur Tür. Warum lauft ihr an der Tür einfach eigentlich vorbei? Und er deutet einfach nur in. Oder sie deutet einfach nur in die Richtung von der Tür. Da war eine Tür. Und du siehst dieses Riesentor einfach so. Oh! Also mir sind Steine auf den Kopf gefallen, deswegen habe ich, glaube ich, mehr nach oben geschaut als alles andere. Ich brauchte auch definitiv einen ärztlichen Besuch. Aber das ist eine andere Sache. Vinion, wie geht's dir? Wieder fit? Müde. Und er guckt so auf der Nara, die ordentlich angeschlagen ist, seine eigenen Wunden. Ja, müde ist ein guter Ausdruck, den ich sehr nachempfinden kann. Ja. Wo ist das Zelt? Es steht hinter ihnen und Herr Träumer versucht
für euch eben diesen Vorhang aufzuziehen. Und währenddessen Träumer und Virion machen einen Dex-Roll. Also einen Reflex-Save. Reflex. Ja. Da ist wer noch müde. Ja. Obwohl plus 16 ist eigentlich. Ja. Ich sag mal, du schaffst es gerade so und auch der Träumer, ihr beide hüpft zur Seite. Neben euch liegt ein toter Drache und die Überreste von Remington. Und eure Haustiere. Wieso? Und das Zelt ist ein kleiner Kubus. Nee, das erstmal sollte nicht passieren. Ja, das. Flauschi, warst du's? Kommt dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt Flauschi auch so ein bisschen entgegengeworfen. Kann ich ihn, wenn er so entgegenschießt, kann ich ihn so ein bisschen auffangen? Oder slidet der wie so ein Drachenreiter? Drauf. Okay, der slidet der fällt also mit dem Drachen quasi. Der wird nachkatapultiert. Quasi. Nachkatapultiert. Okay. Und du siehst, er hat auch gerade eigentlich geschlafen, also. Aber zum Glück geht's allen gut. Ja, gut, ihr Nachher setzt dich mal kurz hier hin. Ich geh mal die anderen holen. Oder zumindest einen von denen. Mal schauen. So, Virion, schau dir bitte einmal Janaura an. Aber bitte keine Nadeln in Wunden verwenden, die du nicht warnen kannst. Du kriegst nun halbwegs bösen Blick von Virion. Weil er weiß, dass er recht hatte. Nein, so ein Arsch, das war einmal. Genau, so nach Motto. Aber halt so böse, wie Virion gucken kann. Ja, Nara sackt im Endeffekt auch einfach nur zusammen und von mir aus. Und du siehst mehrere Klauenmarken, Bismarck-Narben. Also sie sieht mitgenommen aus. Ja, Virion klettert. Ach, verdammt. Nein! Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur neben Janara laufen, aber irgendwie wollte das Tool nicht. Und jetzt sehe ich gerade gar nichts. Hi. Jetzt ist er. Also bitte, das ist ein bisschen sehr stürmisch. Gehen Sie bitte von der Dame. Ich sehe nichts. Ich bin am Reloggen. Mal die Augen auf. Meine Güte! Obwohl, warte, für den Moment, vor allen Dingen zum Thema sehe ich nichts. Bleibt Ruyo einfach nur kurz da, weil er eben einfach auf der Leuchtfackel ist. So. Stimmt. Stimmt! Hat Virion Nachtsicht oder Dunkelsicht? Ja, die Elfen haben Lowlight Vision. Okay. Ja, Lowlight, aber. Ja. Dann gibt es halt keine andere Licht. Ja, es ist aber Lowlight. Gerade. Es ist Lowlight. Okay. Yes, also stelle ich mich daneben und gucke mir Janara einmal an. Ja. Ja, wie gesagt, gut zerpflückt. Kannst gerne einen Medicine-Check machen. Tja. Medicine. Da bin ich auch nicht perfekt drin, aber. Ach Mann! Sie hat Schmerzen. Ich hab die 14 gesehen. Sie hat Schmerzen. Ja, ich. Und sie hat ein zweites Auge. Wieder. Sieht aber anders aus, als sie eigentlich ist. Stimmt, das ist eigentlich Wunder, richtig. Oh Wunder, weil man nicht zufällig ein passendes Auge zu seinem eigenen irgendwo findet. Ja. Nun ja, ich habe ihr eines gekauft. Genau, Virion setzt dann kurz seine Geige an und würde... Tüdeln. Stufe 4, Alter, jetzt geht's los, ja. Und das ist schlecht gewürfelt, sind wir uns ehrlich. Oha! Darf man noch mitspielen?
Ausnahmsweise, weil du es bist. Wieder da. Es tut mir so leid. Alles gut hier. Hat das Eis wenigstens geschmeckt? Das Eis hat sehr gut geschmeckt, ja. Hast du uns auch was mitgebracht? Sehr gute Musik in der Eisdiele. Aber ich will euch gar nicht stören. Macht ihr mal weiter. Ich jump einfach gleich rein. Okay. Ja. Ja, stimmt. 7, 3, 1, 9. Mhm. Also ich habe Durchschnitt gewürfelt. Ja. 20. Mhm. Oh. Könnte besser sein. Und dann würde ich mir nochmal dediziert ihre Verletzungen angucken, ob man da irgendwas mit einem Treat Wounds machen kann. Weil der Medicine Check war ja jetzt nur zum Checken, ob ich kapiere, was sie hat. Ja. Aber Treat Wounds. Mhm. Sie ist nicht gewundet. Sie nicht. Hm. Das geht. So die typischen Kampfkratzer. Ja, okay. Plus, sie hat ja immer noch ihre Platte an. Ja, true. Da durchschauen wird schwierig. Da wird sie dir, glaube ich, auf die Finger hauen, wenn du das versuchst. Nö. Nein, da ist sie voll fein mit. Ärztlicher Check-up. Einmal ganz kurz. Ich zieh den mal kurz hier aus vor allen Leuten. Nein, andersrum. Ich lass alles da, wo es hingehört. Ist mir vollkommen gleich. Alles ausziehen könnt ihr euch selber. So nett. Schön. Schön. Wunderbar. Ja, Rhodium lässt sich als solches nicht groß anmerken, dass er, glaube ich, also overall geht es ihm zwar nicht mehr gut, aber halt die Wunden machen immer, ist so. Aber lässt er sich jetzt nicht so direkt anmerken. Ich würde einmal ganz kurz nach den anderen beiden Ausschau halten. Bleib du hier und pass noch mit auf sie auf. Das wäre, glaube ich, gut, wenn wir uns erstmal ein wenig im Zelt ausruhen. Und die anderen beiden waren dabei, ihre Taschen voll zu scheffeln. Scheffel. Genau, ich bin wie Dagobert Duck in dem Goldhaufen und lass das Gold auf mich und dann prassen. Irgendein Kommentar von Resea? Ja, Resea ist natürlich noch immer dabei. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel habe ich das letzte Mal gefunden gehabt. Ich hatte nicht so krass gewürfelt bei der Suche nach dem Ring. Ja. Aber oder nach Schmuck allgemein. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie viel ich was ich gefunden hatte. Ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Du hattest einen Ring gefunden. Mhm. Sie alle den einen Perfekt. Ring. Den einen Ring. Sehr gut. Ja. Das ist immerhin schon mal etwas und Jarisea würde sich dann, nachdem er den eingesteckt hat, wahrscheinlich dann auch einfach erstmal. Wir sind ja noch immer auf der Suche nach der Tür, ne? Ja, die anderen zwei sind losgegangen, die Tür zu suchen. Die sind schon los. Ihr solltet da aufpassen, falls Kremtag mit den anderen wiederkommt. Okay, perfekt. Dann würde Jarisea sich einfach aufmerksam da hinstellen, vielleicht sich irgendwo ein Platz suchen, wo sich kurz einmal hinsetzen, so ein bisschen sammeln kann. Ein Täubchen. Und einfach. Oh nein. Ein Täubchen. Derzeit. Der Taubenschlag. Würde er sich auf den Thron setzen? Auf den Thron. Ich glaube, er würde so an einem Thron vorbeigehen, sich den so anschauen und so. Vielleicht besser doch nicht. Und dann wahrscheinlich doch eher den Boden bevorzugen oder eher den Stein, der so ein bisschen rausragt, auf dem man sich irgendwie so. Ja, das fällt dir vor allem auf, von diesem Thron ist alles andere als schön. Okay, ja, würde er ihn wahrscheinlich meiden. Ja. Der ist richtig garstig. Yikes. Und der Thron auch. Oh mein Gott. Ja, Frau, machst du noch irgendwas anderes, oder? Er taucht, oder? Er taucht, fantastisch. Dann kann ich taucht. Trotzdem einen Treat Wounds machen, weil damit kann ich Janara Hitpoints zurückgeben. Du kannst es versuchen, aber Treat Wounds müsstest du an die Stellen kommen, die verwundet sind.
Das ist ja was Physisches und nichts Magisches. Ja, ich weiß. Wofür du sie wieder ausziehen müsstest. Wo sie dir auf die Finger hauen. Tyrion dazu gekommen? War das letzte Woche schon oder war das jetzt gerade eben, wo ich noch nicht da war? Jetzt gerade eben. Letzte Woche waren wir gar nicht zusammen. Ja, also ja, vorletzte Woche halt. Ja, nee, dann würde Resea wahrscheinlich sogar erstmal. Du weißt noch nicht, dass du siehst ihn noch nicht. Ja. Ach, der ist gar nicht bei uns. Okay, ihr seid ganz. Nein. Gut, ja, okay, dann mach ich's halt nicht. Lass mich halt. Du kannst versuchen, mir Rüstung zu flicken. Ich hab keine Ahnung von. Einmal ein Crafting-Check. Kraft. Kraft. Minecraft. Minecraft. Ich hab nicht die nötigen Mittel, um die zu flicken. Wir brauchen mehr Holz. Ich hab keine Lederbänder, womit ich die Sachen reparieren könnte. Geschweige denn Metallplatten. Also ganz. Und das Wichtigste, keine Steine mehr. Steine? Wir haben keine Steine, mein Lord. Na, ich meinte eher, dass Asterix keine Steine mehr von Asterix ging bei Kleopatra. Kleopatra. Keine Steine mehr. Ich muss den wieder schauen. Aber ja, Resea und Faumal dürften dann langsam wieder so eine, diese Fackel im Dunkeln zu ihnen laufen sehen. Und dann, ja, habt ihr euch genug ausgetobt in den Münzen? Meine Taschen sind voll. Alles gefunden. Beziehungsweise alles, also ich merke nicht, dass ich da ausgesucht hätte, aber wir haben ein bisschen umgeschaut. Hier ist natürlich, ich meine, schau es dir an, das ist ein riesiger Schatz, ne? Ich meine, gibt für jedermann irgendwas, was er halt gerne hätte und brauchen würde und sucht und oder auch nicht sucht. Lass mich, also ich hab's ja nicht mitbekommen, dass er einen Ring gesucht hat, Spillen, ja? Lass mich raten, hast du etwas für eine ganz bestimmte Person gesucht? Nein, ich habe einfach nur geschaut. Okay. Gut, ja, jedenfalls Janara und ich haben die Tür gefunden und lustigerweise auch Virion und das Zelt und ein Träumer. Oh, ja, nur das Problem ist, der Drache, den wir in das Zelt geschoben haben, liegt jetzt wieder vor dem Zelt und ich weiß gar nicht. Hat Virion den Knopf gedrückt? Nein, sie sind einfach rausspaziert und... Ich kann es gar nicht genau beschreiben, weil es sah einfach nur seltsam aus, wie Flauschi auf den Drachen rausgeschossen kam und dahinter flogen noch Remingtons Knochen. Es war. Wollen wir es gar nicht erst. Gut. Aber ja, dann würde ich einmal sagen, lasst uns noch diesen einen Kobold dort hinten noch mitnehmen. Sonst schreit ihr uns ja noch alles so wieder zusammen. Und lockt noch. Und ich glaube, wir sollten das Kind sicherheitshalber von seiner Mutter trennen, denn nachdem sie das Kind als Feuerlöscher benutzt hat, traue ich diesen Kobold nicht. Ach stimmt, oh mein Gott, jetzt erinnere ich mich erst wieder. Das ist so eine geile. Das ist eine andere Frage. Wisst ihr, warum Kobolde sind, wie sie sind? Ja. Der Hirnschaden kommt nicht von irgendwo her. Oh, scheiße. Ja, Sachen. Aber ja, lasst uns noch das. Ich pack mir auch noch einiges mit meinen Taschen und dann. Lass uns einfach schon mal hintergehen. Wir müssen einfach bloß hinten den Weg rum und dann sehen wir schon die Tür und auch den Rest der Gruppe. Sehr gut, machen wir. Mach mal. Ja gut, dann würde sich Rhodium halt auch noch alles so an Goldtechnischen einpacken, was halt noch, wir hatten ja eh schon drauf gewürfelt, was so was ist und dann... Wir können ja potenziell nochmal zurückkommen. Würde ich sagen, so viel, wie ihr auf einmal tragen könnt. Also ich sag's so, wenn unser Zelt da in der Nähe ist, gerade eben. Just saying, da laufen ein paar Mal hin und her.
der Deal, den ihr gemacht habt, war eigentlich so viel, wie ihr auf einmal tragen könnt. Nee, der Deal war, dass wir von dem Gold, auf dem er gesessen ist, was abbekommen. Nicht von dem Gold, was wir hier finden. Stimmt. Ja, dann geht so Faro mal kriegt einfach gar nichts ab. Mit so einem gefakten Schnurrbart so rein nochmal und sagt, ich gehöre auch dazu, ich bin später noch dazugekommen. Stimmt, das könnte man rein theoretisch halt über Virion sagen. Virion kann zwar nicht so viel tragen, aber also, ne? Also, sagen wir es mal so, Virion hat doch einen Bag of Holding. Das ist auch ein Ding. Ja. Ja, dann rein damit in den Schlund. Ich bin ganz weit weg. Ich habe keine Ahnung von dem, was ihr gerade tut. Verdammt! Da brauchen wir ihn einmal. Aber imagine, wir packen dann alles so rein, dann ist es kein Bag of Holding, sondern ein Bag of Golding. Okay. Lass uns mal schön hinterlaufen. Wie ist denn der Zustand? Also wir ist jetzt gerade eben erst dazugekommen, aber wir wissen noch nicht wo oder wir wissen nicht wer und wir wissen. Also Rodium weiß wo Rodium und weiß. Dir wurde es gerade gesagt. Und Janara ist noch weg. Also das ist mit Rhodium weggegangen, ist aber noch weg. Genau. Gut. Nach der Aussage aber kannst du davon ausgehen, dass sie in oder vor dem Zelt auf euch wartet. Okay. Gut. Okay. So, und dann, gefesselt, Kobold-Dame. Flupp. Und, auf geht's. Dann sollten wir die noch, aber ganz kurz, sollten wir die noch kurz auf den Heiler warten und die anderen Goblins? Kobolde. Ja, Kobolde sind dann das Goblins. Ja, aber wir wissen ja nicht, wann sie wiederkommen und wir sind ja quasi um die Ecke. Du schulterst die Kobolde, oder? Schreiben wir ein Schild, be right back. Be right back. Kurz an den Ohren. Während ihr weg seid, würde ich noch was casten. Hm? Ja, casten. Ich kann was super Tolles, was Janara helfen. Ist Janara noch ein Viehbild? Yep. Ein Viehbild? Ja, sie ist noch sie ist eine Katze, sie ist ein Viehbild. Hält für 8 Stunden. Ja, dann habe ich einmal Soundbuddy gecastet. Also wenn ich jetzt mal auf meine Uhr schaue, wann wir das letzte Mal gespielt haben, sind die 8 Stunden schon um, ja? In-game time. Also schade. Ja, scheiße. Auf your next turn. Du versuchst es bis zum nächsten Zug zu suppressen. Ah ne, Moment. You send a search of healing in an attempt to counteract an effect of your choice. Nur wenn der Effekt stärker ist als mein Zauber, suppress ich's nur. Ah, okay. Nö, es ist Enfeebled 1. Yay, seid einmal Enfeebled los. Ich meine. Counteract? Das ist. Ah, ich muss sogar rollen. Aha. Oh, da war beinahe. Ah, es geht um den Spell. Okay. Okay, ja. Hast das. Kein Enfeebled mehr auf ihr. Wupp, wupp. Hey. Und sie bedankt. Ich bin cool, dass du den einzigen Enfeebled, der heute nicht mitprügeln wird für irgendwelche Kämpfe. Ich kann das noch 2-mal casten und dann kann ich es noch 3-mal casten. Gut. Boah, stellt euch mal so viele, Carstens vor. Also, Rhodium, du merkst, wie der Kopf der Koboldin immer wieder an deine Schulter hämmert. Ja. Die wird wahrscheinlich auch ordentlich zappeln. Mhm. Ja. Aber bis jetzt noch ohne irgendeine. Also du gehst davon aus, sie versucht dir die Schulter zu verletzen, dadurch, dass sie dauernd wieder den Kopf gegen deine Schulter hämmert. Ja, ich schätze einfach mal, dass die Kobold-Dame so Statlist eines Commoners hat, so nach dem Thema, da wird nicht so viel passieren. Hm. Ja, aber so mächtig wird sie nicht sein, dass sie Rhodium großartig verletzen kann. Oh, bis jetzt ist sie noch nicht einmal durch deinen Rüstungswert gekommen. Aber wenn, Mann. Ja,
macht mir das bestimmt 1d8 Schaden, du. Ja. Wie viel rollst du jetzt so, bis wir da hinten angekommen sind? Alle 6 Sekunden 3 Würfel. Warte mal. Dank. Wie viel Fuß sind das? 220. Nee, 560. Insgesamt sind es 560 Fuß. Wie viele Runden? Wie viel schaffst du pro Runde? 75. Oder? Nee, das war Lucius Rhodium schafft 60. 60, okay. Okay. Das sind fast. Also darf sie 10 Mal würfeln. Ne, 3-mal hat sie schon. Du kriegst 30 Angriffe. 27. 30 Mal. Entschuldigung. Du hast schon 3. Ich weiß nicht, ob du schon 3. Deswegen 27. Also je nachdem, also wie oft sie dann trifft, würde sie ja natürlich entsprechend ein bisschen. Dann ins Wasser. Aber mal erstmal. Ein paar Sachen würde ich mir auf jeden Fall durchgelassen. Alter, ist das dein fucking Ernst? Doch einmal trifft sie. Einmal! Gut, ja, hau rein. 4 Schaden! Mach's frei, da bin ich mich so ab. Ah, nee, Moment. Zweimal. Nee, es ist einfach nur ein Rollgewinn. 8, Moment. 4 plus. Oh, jetzt kommt 4 plus 16. Nein, 4 plus 5, also 9 Schaden. Das war ein Crit. Sie kann dich nur mit einem Crit treffen. Sie kann dich nur mit einem Crit treffen. Umso besser. Rechnen die verfaulten Zähne noch ein. Es gibt Entzündungen. Ja, wir sind ja zusammen. Eigentlich wollte ich mit ihr beißen, aber ihr habt ihr ja die Schnauze zugebunden. Ja. Ja, aus dem guten Gründen. Ah, oh, herrlich. Oh. Ja, ich meine, mit was haut sie mich dann mit ihren Schweif oder? Mit dem Kopf. Mit dem Kopf, okay. Sie hämmert die ganze Zeit mit dem Kopf auf deinem Rücken rum. Ja, hat sie richtig ausgeholt und so. Ah, rück dich. Und jetzt so, hätte sie dann quasi den Punkt eh noch ein bisschen fester gehalten, so nach der Tür. Und das Kind hast du unterm Arm, oder? Nee, das Kind habe ich sehr gegeben, weil also. Kann, ne, so ein bisschen, der ist kann ein schon mal zaghafter üben. Als ich. Kann schon mal üben. Ein kleines auf jeden Fall, wenn du sie runterlässt. So überfordert keiner und so mit diesem Wesen aus seinem Arm, wo ich so denke, so. Ja, okay. Wird schon. Ey, du musst dir vorstellen, Rhodium hatte jetzt entweder quetscht das Kind irgendwo noch so unter seinen Arm, während die Mutter so zappelt, oder er gibt das Baby Faruma. Das klingt nach einer guten Idee. Ich habe leider keine Hand frei. Wir können es ja auf dem Krokodil reiten lassen oder so. Genau. Auf jeden Fall. Wenn du sie absetzt, siehst du nur, dass sie in alle Richtungen schielt. Und eine ziemlich platte Schnauze hat. Ach, Gott sei Dank, es ist Ruhe. Wir gehen ja alle mit dahinter, oder? Viren, du siehst, wie Rhodium vor dir eine Kobolddame gefesselt und geknebelt hinsetzt, die ziemlich durchgenommen aussieht. Nein, falsch! Mitgenommen! Ja. Ist voll okay. Ja. Naja, obwohl, so wie die schaut, das ist fast schon so ein. Wie ist das? Dieser komische Blick, der da mal so ein Trend war. Egal. Genau das. Würdest du mit zugeschnürten Mund nicht wirklich machen können, aber ja. Ja. So, nee, aber die Augen halt so. Ja, das hast du auch nicht ganz mitbekommen, aber das kann er ja gleich selber noch erzählen. Super, toll. Das ist ein Alligator, kein Kroko. Wir hatten nur kein Alligator-Bild. Ja, dann! ich guck erstmal Rhodium ganz verwirrt an. Was hat diese Dame getan, dass sie das verdient? Zum einen... Ruhe.
Du hast jetzt kein, du kannst jetzt dein Baby nicht nochmal als Feuerlöscher verwenden, deswegen Ruhe und wird dir so wieder so eine Flamme auflöschen lassen. Sagen wir es einfach entsprechend so. Wir hatten eine Horde an Kobolden sowie ja, diesen Drachen, der sich vorhin eingestellt hatte, und einen anderen Drachen, der sich als Kobold getarnt hatte in dieser Höhle, die wir offensichtlich unsere entledigt hatten. Und wieso mussten wir in diese Höhle? Wegen der Tür und naja, normalerweise hätten wir sagen können, wir lassen die hier da sein, aber die haben uns eine Falle gestellt, also und reden wollten sie nicht, also also okay, stellt euch vor, jemand kommt in euer Zelt rein, den ihr nicht kennt, würdet ihr ihm auch eine Falle stellen? Wenn wir ihn nicht kennen, nein. Wir würden ihm auch nicht so lasst, also lasst ihr einfach wildfremde Leute von außen in. Interessant. Es kommt ganz drauf an, was es für Leute sind. Also, ich erinnere mich an eine Situation, da war zwar Lucius in Grandau, aber da kam so ein riesiger, großer Fleischberg an, der von unseren alten Kameraden eine spezielle Waffe aus Knochen wieder mitgenommen hat, weil die aus seinem Repertoire war. Und ich glaube, hätten wir den angegriffen oder eine Falle gestellt, würden wir nicht mehr hier sein. Du hast die Kobolddame. Schulter. Ganz kurz, du hast die Kobolddame abgesetzt, oder? Ich habe die Kobolddame abgesetzt, aber ungefähr hier so. Ich würde das gerne spezifizieren. Sagen wir, 4 stark gerüstete Menschen, Wesen, was auch immer, treten in euer Zelt rein. Die ihr nicht kennt. Also, wenn sie die Türe aufbrechen würden, dann würde es offen Latz geben. Aber wenn sie einfach nur so reinkommen oder höflich klopfen, naja, keine. Es gibt keine Tür zum Einbrechen. Rodium, während deswegen ihr. Deswegen mag ich meine Metapher auch so gerne. Wenn dir. Es ist mir eine Hülle. Rodium, wenn ihr. Ja. Während ihr euch unterhaltet, fällt dir auf, wie die Kobolddame versucht, die Raupe zu machen und sich so langsam so von euch wegziehen will. Ich würde so nach hinten greifen, während ich so in der Schiele und wieder vorziehen. Dein Baby kommt gleich wieder, sehr ruhig. Das erklärt mir nicht, wofür wir sie mitnehmen müssen. Sie schreit. Sehr viel. Und ja. Es gibt noch andere Kobolde, die definitiv Stress machen, wenn wir sie jetzt nicht mitgenommen hätten. Zumindest als Verhandlung. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das nicht eine bessere Idee gewesen wäre, wenn ich sehr einfach und würde so sein Holz am nehmen und so seine Feuerklingen ausfahren, so. Ich habe eine sehr große Geduldsspanne. Und sie wird wirklich auf die Probe gestellt. Sie winselt nur noch und heult. Aber ja, sie ist am Leben. Sie hat zwar ihr eigenes Kind dafür benutzt, um Flammen vor sich auszudrücken, aber also Mutter des Jahres würde ich da nicht drauf schreiben. So. Warte mal. Kann ich ein Roll auf Recall Knowledge machen, was ich über Kobolde weiß? Kannst du versuchen. Oder Goblins? Kobolde. Weißt du, nochmal Kobolde. Kobolde. Goblins sind grün und die sind mehr. Ja, warte, ich würfel dir einfach ein Recall Knowledge. Während du das mit der Mutter des Jahres sagst, merkst du, wie sie versucht zu spucken, dann merkt, ihr Mund ist zu und dabei fast erstickt. Ja, und Intelligenzbirne des Jahres auch nicht. Kam der Würfelwurf durch? Nö. Ja, okay, super. Lieben wir. No, Würfelwurf. Ist heute eigentlich, aber egal. Aber der Ersticker, der Ersticker kam der, was du gepostet hast, ist den Recall Knowledge. Ja. Normalerweise, wenn du das drückst, sollte dir das eigentlich für dich reuen. Nee, das ist die Action, die du dafür noch hast. Kriegen hast du es. Ich will einen Knopf zum Drücken haben. Mach einfach Flat 20.
Ja, okay, dann machen wir einfach. Warte mal, ich muss gerade mal schauen, auf was du denn hast, was darauf gehen könnte. 19. Auf was genau? Ob du weißt, dass die so mit ihren Kindern umgehen, oder? Im Zweifel ja. Im Zweifel ja. Kommt schon vor. Ist jetzt nicht neu. Ist jetzt nichts, was man nicht erwarten sollte. Also, das klingt nach einem Kobold. Ja. Oh mein. Ja, und zur Sicherheit des Kindes, obwohl ich glaube, dass da nicht mehr viel zu retten ist, habe ich zumindest Resea die Aufsicht gerade darüber gegeben. Und wo ist Resea überhaupt? Gute Frage. Resea ist mitgekommen oder? Also, ich bin mitgekommen, ja. Achso, sag das doch. Achso, du nein. Stehst noch ja, am ganz anderen Ende. Ich zieh dich mal schnell im Speed-Modus. Speed! Da kommt er geflogen, da kommt er und er landet. Bumpf. Oh, er ist immer noch pink. 3-Punkt-Landung. Ja. He's pink. Und ihr seid alle. Selbst die Pets von Faro. Die sind mir egal. Sind wir uns ehrlich, die sind mir egal. Roper sind fiese Dinger. Mhm. Also ich dachte, wie es ist. Du hast gerade eben rumgekrönt, dass du noch zweimal kannst und dann noch zweimal. Das passt genau. Also haben wir ja auch Leistung sehen, ja. Aber ist halt die Frage, also ich sehe, wie schwerfällig sich die komplette Truppe bewegen kann. Ja. Schade, dass man das irgendwie nicht boosten kann, dass man irgendwie einfach nur einen Zirkeleffekt macht, aber egal. Ich würde dann zuerst, das Podium zu mir kommt, ja. Warte mal kurz. Ja. Ich würde noch kurz warten. Wie kommst Sound du Body war das, oder? Ja, der ist nur heightened und hat dann andere Conditions, die dann runtergehen. Mhm. Das sind Touch und Willing Creature. Aber trotzdem würde ich dir anbieten, dass du einen 2er und einen 3er Rank raus, wenn du beide einen 2er und einen 3er nutzt, darfst du es als kleine AOE machen. Also geht 5 Meter, ich also 5. Ich mach's jetzt mal so, ich okay. Danke dir für dein Angebot, aber ich mach's einfach so, wie es passiert, weil im Endeffekt war Rhodium ja um einiges vor den anderen da. Das heißt, der würde den ersten Soundbody bekommen. Hoffentlich. Hoffentlich? Ja, er bekommt ihn! Jawohl. Genau, um das schon mal loszuwerden. 100 kann ich den nicht nehmen. Nee, es kann sein, dass es dir auffällt, dass er ein bisschen mehr Arsch ist. Ja, und dann kommen die anderen ja zusammen. Und dann würde es. Ja, und dann. Da würde dir dann auch noch auffallen, dass Resea ein schreiendes Koboldbaby im Arm hat. Ja, hält ihn so ein bisschen. Und dann zuckt so bei jedem Schrei zusammen so. Sichtlich überfordert mit allem, was du nicht siehst, deins ist. Mir würde auffallen, dass Virion noch nicht hundertprozentig wach wirkt. Und bevor irgendwas anderes passiert. Ich weiß nicht, Chaos, würdest du mir erlauben, dass Karm auf dieses Baby, also der Zauber Chilmer-Bruder, auf dieses Baby wirkt? Klar. Der Chilmer. Eine gute Nachtmusik darfst du ihm spielen. Sehr gut. Klar, lass gut, ich das kann zu. Den, warte, ich kann auch versuchen, ihn einfach schlafen zu legen. Mit Performance. Sleep. Also, ich kann dir sagen, das kann ich auch. Ich kann ihn auch einfach schlafen legen und brauche dafür keinen Zauber. Ja, aber wenn ich es schlafen lege... Carsten Faust. Carsten Faust, genau. Ist es unverletzt. Also, Gewalt gegen Kinder befürworte ich nicht unbedingt. Ich auch Sleep? Nicht unbedingt. Kein Problem. Ja, ich überlege gerade, ob ich Calm oder Sleep, weil. Ja, komm, ich kaste Level 1 Calm. Level 1 Sleep. Einmal Sleep auf das Baby. Ich versuche. Welches Lied spielst du denn dabei?
Lass das Schäfchen machen sein Schläfchen. Ich hab dir noch kein Lied geschickt, was man zum Sleepen benutzen kann. Also. Guten Abend, guten Abend. Schlaflied von den Ärzten. Ja, genau. War geil. Mit dem Badesittel Floor einfach so, lässt du das Baby einfach fallen. So. Also im Endeffekt würde Virion vermutlich einfach ein Schlaflied seiner Mutter singen. Okay. Oh. Ja. So, dann cast ich das mal. Dann darf das Baby Safe DC26 Way Safe machen. Und ich versuche Food Burst so zu machen, dass Resea nicht affected wird. Das wird schwierig. Weil er hält es ja nach vorne. Von sich weg. Ja, also er hält es so, ne? Ja, okay. Aber also im Zweifel natürlich noch an, meine Arme und meine Hände sind ja immer noch darin involviert. Ich weiß nicht, inwiefern. Resea, mach mir mal einen Will DC, bitte. Würfel mir den bitte auch mal, den Safe. Den Willi Dick. Mal. Einfach auf den Safe klicken. Bitte nicht. Oh, da kommt die 20 rüber, du. First roll of the game. Ich will nicht, dass ihr gerade so auf dem Weg so, das wäre so steht, schön. Auf dem Weg ich hab... so hier und ich so und so genervt so. Ah, nein, das kann ich nicht. Und fängt an zu spielen und ihr beide klappt zusammen und schlaft ein. Also, das Kind hat Crit failed. Okay, Critic ist jetzt. Es ist daran gestorben. Nee, es schläft jetzt für die nächste Stunde. Nicht nur eine Minute. Es ist unconscious. Es schläft. Ja, bewusstlos. Warte. Stimmt. Warte. Ja. Wenn das. Die Mutter liegt ja ungefähr hier, hier als solches. Mhm. Wird sie da nicht auch affected? Nein, das hat einen 5 Burst. Das war noch, als sie hier waren, hat er ja angefangen zu casten, hat er ja gesagt. Okay, gut. Ja, das wäre zu schön gewesen. Warte noch gar nicht mehr auf. Doch, das wacht schon wieder auf nach einer Stunde. Außer es wird von irgendwem geweckt. Sorry. Ja. Don't do this. Please. Okay, und dann würde er sich zu den anderen beiden und erstmal auf Faro mal den Soundbody casten. Nein, nicht Suf. Ah. Das war der nimmt er auch gerne, glaube ich. Weil er schaut ja, auch, aber den will ich nicht. Faro mal schaut blutig aus. So, ich wollte einen Soundbody auf Faro mal. Wie sieht denn wohl bloß erst der Goldhaufen aus, wenn er sich reingesumpft hat? Voll geblutet. Ja. Machst du es komplett weg oder? Ja, weil Faru hatte es auf Stufe 2. Ich habe keine Ahnung, das musst du mir sagen. Ja. Nee, es ist Counteract. Bei mir ist es ja auch bei Stufe 2 gewesen. Ich habe es auch komplett wegbekommen. Genau, und dann Resea. Bitte Würfel. Danke, Würfel. Ja. Aber den ganz knapp. Ja, perfekt. Sehr schön. Also ihr hört alle so Musik spielen und ihr merkt, dass eure schweren Glieder langsam geölt werden, kann man so sagen. Da habe ich vom Falschen weggenommen. Wird einfach richtig schön geölt hier. Ja, schwere Glied. Ich würde sagen, kannst du mal hier auch meine zwei Süßes hier noch davon befreien, wenn du schon gerade dabei bist? Meine zwei Süßes? Ich gucke erstmal, dass ich euch heile und dann gucke ich, wie viele Spells ich noch übrig habe. Und oh, am meisten mitgenommen schaut eben Faro mal genau aus. Ja, dann gibt's erstmal meinen letzten 4th Level Spell. Wuff! Faro darf einmal Apply Healing drücken. Oh nee, der ging auf den Ball. Oh, nein! Dreimal! Ah ja, alle drei im Target gehabt, deswegen sorry, war mein Fehler. Also richtig gierig. Ja, aber die anderen hatten aber, die waren fast voll. Ja, die waren fast voll. Du hast die jetzt kaputter gemacht, als sie vorher, die hatten also nur. Oh, kriegt er 10 Schaden.
Kriegt er genau, auch nochmal 10. Stimmt, der hatte gar nichts. Ja, der Galligator war ganz toll. Also jetzt Reihenfolge. Rhodium, Janara, Resea von dem Nötigen, wie sie Heilung brauchen. Okay. Ja, vor allen Dingen Rhodium ist halt einfach, also wenn du Rhodium anguckst für Heilung, er hat halt, er ist halt wirklich dabei. Und er kriegt 19. Das ist leider unter Average, 27. Ziemlich. 1, 2, 4. Ich kann nicht die ganze Zeit gut würfeln. Und jetzt habe ich noch exakt einen Spellslot übrig. Obwohl, nee, ich kann noch Level 1 Suf machen, aber das ist richtig kacke. Aber Resea hat noch keinen bekommen. Ja, dann kriegst du. Dann krieg ich den das First Rank. Wird erstmal alles durchgeheilt hier. Ja. Ohne Ende. Das ist die. 11. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr mir Bescheid sagen, ne? Also. Ja, sie sehen alle auf ihn. Mehr! Oh, stimmt, Farumal schaut immer noch schlimmer aus als alle anderen, obwohl du ihn schon. Obwohl ich ihm 45 die Hälfte gegeben habe? Willst du ja, mich das sagen? Das ist ein Drittel nicht mal von seinen Hitpoints. Ja, dann schluck das! Schluck die Heilung! Wie mein Kind jetzt im Moment auch. Ich hab noch so viel. Ja, Nara ist. Alle anderen sind so relativ voll. Ja, okay. Ja, Nara ist ein bisschen über halb. Dann würde sich Virion zu Janara vorbeugen, seine Hand ausstrecken und die Ranken, die an seinem Körper wachsen, wachsen auf seiner Hand zusammen und aus einer kurzen Blüte wächst dann eine Frucht. Kornucopia. Die essen ja Spell. Kornucopia. Kornucopia, yes. Lol. Acht Healing. Das produziert sogar 4 Früchte. Nee. Doch, halten plus 1 und du hast es auf plus 3. Mhm. Interesting. Dann dürfte ich ja noch 3D. 6 plus. Man könnte auch sagen. Mal 3D6. Oh mein Gott, und alle 3 haben eine 5. Das ist ja so witzig. Pasch, ich darf nochmal würfeln. Pasch. Dir fällt eine Sache auf. Ja. Das ist Divine, oder? Oder was ist das für ein. Nein, Concentrate, Druid, Focus, Healing, nee, was für Plant, Primal, Vitality. Nein. Vitality. Okay, dann geht's. Vitality. Ja, gut. Primal Vitality. Okay, dann vergiss, dass ich was gesagt habe. So, dann habe ich das auch weg. Weil den kann ich jetzt, den ganzen Tag nicht mehr casten. Also Janara geht's jetzt relativ gut. Ja. Fast voll. Ja, genau, und ich habe nur noch einen First Level Spell Slot und dann bin ich leer. Genau. Ich kümmere den hier. Leer gezaubert. dafür geht's uns allen jetzt langsam wieder ein bisschen besser. Gut, dass du gerade einen Long Rest hattest. Gut, mir hat nur ein Spell Slot gefehlt. Frag mich nicht. Ja. Ja, Dinge. Es hat nur ein Fourth Rank Spell Slot gehört, aber diesen nee. Zeus wahrscheinlich. Probably. Ja. Aber Rhodium geht's auf jeden Fall jetzt schon wieder viel besser. Im Endeffekt hört ihr einfach alle, wie Musik euch umspielt und in eure Knochen zieht und eure Wunden sich langsam schließen. Bitte nicht in meinen Knochen ziehen, das ist sehr empfindlich. Ist schon schlimm genug, wenn Rhodium das durchmacht beim Wandel. Das ist Virion egal, weil im Endeffekt hat euch gerade alle geheilt. Ich will kein Gemecker, sondern ein Danke. Sehr schön. Oh, passenderweise kriege ich einen Spell Magic Refresh. Das ist sehr nett. Dankeschön. Das ist genau, das Timing ist ein Träumchen. Tim, mir fehlen ja noch die Buffs. Die habe ich ja noch nicht aktiviert. Shame on me. Obwohl, die brauchen wir heute, glaube ich, nicht. Die brauchen wir heute nicht. Shame on me. Und Stufe 2 kriege ich wieder. 2. Geil. Nice. Stufe 2 für 2.
Bist so. Du hier der Bade oder bin ich das? Das ist eine gute Frage. Das werden wir nach der Battle im Rap-Battle. Baden-Battle. Ja, man, immer yes. So ein Baden-Battle. Also, genau, und Virion setzt sich dann hin, merkt so, okay, meine magische Energie ist langsam sehr stark aufgebraucht. Nach der ganzen du bist erschöpft. Also nicht erschöpft, sondern dieses, ja. Das war ein Haufen Magie, die gerade rausgezogen sind. Wie? Nie wieder. Oh, ja, wenn du sagst nie wieder, das sind berühmte letzte Worte, glaub mir. Jedes Mal aufs Neue. Sollten wir nicht versuchen, hier ins Zelt zu kommen. Virion, ihr seht Virion kurz, wer kurz innehält. Wegen eurer Spritztour habe ich mich fast komplett leer gezaubert. Also. Ja, wir sind zu großen Dank verpflichtet. Vielen herzlichen Dank. So, du siehst, wie er so dieses einschlafende Baby so irgendwie so am Boden irgendwo ablegen. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das ist, du warst eine sehr große Hilfe. Das war ein harter Kampf. Und jetzt macht es und auf. Rodium, du siehst, wie die Koboldmutter versucht, hastig zu ihrem Kind hinzurobben. Oh, nein. Zieh sie wieder zurück, so. Es schläft gerade. kannst du mir kurz einmal zeigen, wo die Koboldmutter sitzt? Bitte. Im Endeffekt hier. Das ist da eben auf so einem Stein abgesetzt. So. Flump. Rodium, könntest du sie kurz einmal etwas von uns wegsetzen? Ja, da habe ich sie noch im Blick und ich würde sie hier hinten in die Ecke hinsetzen. Warte. Passt perfekt. Viel Spaß damit. Er nutzt den letzten Sleep. Geil, ja. Sehr geil. Gutes Sleep. Oh, herrlich. Bitte, sie ist eingeschlafen. Ja, aber nur für eine Minute. Sie ist nur für eine Minute, genau. Es war ein normaler Failure. Ja. Oh, das wäre so witzig. Aber hey. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, aber dankeschön. Ja, gut. Lange, aber Ruhe. Ja, das ist. Solange es zumindest irgendwo eine Minute ist oder so. Schauen wir mal. Gut, ich würde sagen, wir haben, wie du siehst, und ich zeige so auf Faro mal und seine vollpackten Tierchen mit Gold, seine Taschenquallen so mit Gold. wir bringen mal Sachen ins Zelt. Und dann in dem Moment hört ihr von hinter euch dann Pfiff und das Zelt steht wieder. Der Träumer hat's. Nachdem er ja gerade eh gesagt hat, wir sollten mal wieder versuchen, ins Zelt zu kommen, wieder aktiviert. Bevor ihr ins Zelt geht, was ist das und wieso war es überhaupt im Zelt? Ah, der Drache. Naja, also. Also, dass es ein Drache ist, sehe ich, aber. Naja, wieso? Also, Drachenschuppen sind äußerst nützliche Materialien. Für so einen werdenden Schmied wie Farumal, also. Und dafür braucht ihr den ganzen Drachen? Nehmt euch einige doch. Organe sind auch noch einiges wert. Also die Jäger in meinem Dorf damals haben immer die Tiere direkt dort, wo sie sie gefangen und erlegt haben, ausgenommen. Weil sie zu schwer sind und zu groß. Zu groß, um sie mit sich zu führen. Naja, wenn wir alle mit anpacken, können wir den einfach unten in den Keller hieven oder nicht? Und dann haben wir. Nein, im Keller wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber der Vorraum dürfte eigentlich noch groß genug sein dafür. Wir kriegen das schon hin. Wir beeilen uns einfach mit dem Ausnehmen und dann. Notfalls lassen wir ihn erstmal hier liegen und ihm hier draußen aus und packen dann alles. Erstmal, lasst uns erstmal das ganze Gold, denn das wird nämlich langsam auch ein bisschen schwer. Ja, das ist eine gute Idee. Lasst uns die Sachen erstmal eintragen, verdammt. Bitte. Verdammt! Hab einen Fehler gemacht.
Oh no. Aber habe ich jetzt korrigiert. Oh yeah. Moment. Oh, no. Oh yeah. Da mache ich das noch so. Und zwar. Oha. Ja. Oha. Das sah vorher Pimp my ride, Alter. Aus. Pimp my Zelt. Pimp my Zelt. 2.0. Träumer würde auch nur kommen. Das 3.0 inzwischen. Stimmt, 3.0. Das sah vorher noch anders aus. Das ist ganz anders. Oh. Wieso ist hier rechts hier, so ein... Also er würde direkt erstmal eine Bar und so langstreifen, so. Wow. Das macht Kleiderständer. Genau, ich wollte... okay, I see, okay. Now I understand. Hast du uns noch, weil du so stumm bist? Okay, Achso, dann bin ich gemutet, warte. Nö, bin ich gemutet? Nein, nein, also, wenn du bist gemutet nicht gemutet, wir hören dich nicht. Nein, nein. Oh, Gott. Ich sehe nicht viel. Und unsere Gemächer sind noch da, wo wir... Das ist euer Zelt. Das ist unser Zelt? Wenn ich das wüsste. Das sah vorher noch anders aus. Ja, ja. Also... Das ist die Küche. Die Bar ist jetzt auch alles woanders. Das ist eine Wand. Ja. Kleiderständel. Schwede. Toll. Ey, toll. Genau die Wand. Noch ein Huhn. Ist das Raufasertapete? Nein, es ist immer noch der gute alte Vorhang. Vorhangtapete. Schön. Ich würde da einmal rein in die ganzen. Oh. Oh, sehr hübsch. Ja, hübsch. Nee, das ist. Ja. Ich würde erstmal. Ich folge einfach mal dem Träumer. So. Der folgt Faro. Der folgt Faro. Faro, ganz kurz. Stopp. Bei dem Schild unten hängt ein Schild drüber. Bei den Schild. Steht aber nichts drauf. Ein beschildertes Schild. Doch, auf dem unteren würde noch Remington draufstehen. Ja. Oh. Mein Zimmer. Auf dem, wo ich davor stehe gerade, oder was? Oder? Nee, warte mal. Nee. Janara steht auf dem. Entschuldige. Janara steht auf Remington. Aha. Nein, auf dem Schild. Pfeife. Das fällt dir jetzt Janara erst auf. Schild. Ja, dann würde ich weiterschauen. Sehe ich hier auch was? Da steht nichts drauf. Dann schauen wir doch mal rein. Nicht mal Vanessa oder sowas? Vanessa. Okay, da ist nur so ein Schrein. Stimmt, schreit. Okay, dann gehe ich wieder rein. Ganz kurz, Resea, vor dir. Halt! Ja, halt, okay. Okay, du gehst einfach rein, traue ich dir auch zu. Da steht Virion auf einem Schild. Oh, danke. steht vor mir auf der Tür irgendetwas, bevor ich die aufmache? Vor dir? Nö. Okay. Resea hat halt überall nur so einmal kurz. Reingelinst, um zu schauen. Jetzt was ganz kurz, Virion, von Norden, also im Nördlichen steht Farumal, im Südlichen steht Resea. Okay. Und Farumal, du stehst vor dem. Derzeit steht Rhodium. Ah, okay. Okay, ich würde rausgehen, kurz einmal mich umgucken. Oh, da ich glaube, hier ist dein Raum. Und Rhodium? Und der andere Raum geradeaus gehört bestimmt auch dir. Und Rhodium, wenn du rausgehst, hier, wo der Träumer davor steht, und dann links, da sollte dein Zimmer sein. Oh, interessant. Dankeschön. Also, ich sag auch kurz mal was. So viel Platz für den Drachen haben wir jetzt auch nicht mehr. Dornen mitten Rundell? Da passt er locker. Bring den erstmal bis dahin. Das sind zwei Türen, durch denen wir den durchglitschen müssen. Well. Okay, hat mir irgendjemand gesagt, wo mein Zimmer ist? Ich glaube, gehe ich mal gerne raus. Überall rein und guck so.
Ohne dass ich irgendwie richtig, so, schön hier, ja, schöne Schmiede, das ist bestimmt nicht meins. Schönibert. Ja, gut. Hier steht Remington, sagtest du, ne? Ja, Nara steht da. Remington steht noch. Remington, doch. Entscheide dich doch mal. Doch. Doch, Entschuldigung, das kam mir jetzt erst, die Idee. Toni, auf welcher Tür steht Remington? Was hättest du denn gesagt, Toni? Oh Gott. Da steht er davor. Wenn dann schon, ja, eher. Genau. Wo stehe ich davor? Ich stehe in der Mitte. Vor der Tür mit. Ja. Ja. Nee, du stehst nicht in der Mitte, du stehst da, genau. Da, wo es blinkt. Ich stehe exakt in der Mitte zwischen drei Türen. Ja, okay. Und schau mal, wo es blinkt. Hier. Ja, okay, okay. Okay, verstehe. Ha, ich habe eine Statue bekommen. Ihr nicht. Nee. Ich habe eine Badewanne, Alter. Was willst du eigentlich? Also, wenn Toni das umgesetzt hat, was ich ihm geschrieben habe, dann habe ich was gehalten. Was? Faro, du hast was? Da ist auch eine Badewanne bei mir drin. Das ist das Gehege für deine Tiere. Ist egal, aber kann ich fragen. Dasselbe. Okay, immer noch nicht gefunden. Ja. Wonach ich suche, würde ich hier nach oben gehen. Ja, während alle anderen gerade erstmal ganz kurz, bevor ihr alle rum durchjieten. Im Vordersaal würde ich entsprechend, also Rhodium sieht da auf jeden Fall den Le Tresor, wo die Gegenstände ja noch nicht rausgejietet wurden. Und eine Tafel als solches, für Anhänge und all sowas, wurde erstmal das ganze Gold, was er noch in den Taschen hatte, erstmal in den Tresor räumen. Okay. Jetzt lass doch den armen Virion endlich sein Zimmer sehen, vor dem er gerade steht. Genau, da links. Siehst du, du hast eine Badewanne, ich habe meinen eigenen Fluss. Willst du uns die Wissen anmachen für alle? Mach ich gleich, wenn Virion sein Zimmer noch ganz erkundet hat. Wait, das ist ein Herr. Du kannst ja ein bisschen von deinen Flussfischen an den Eiern knabbern lassen. Viel Spaß. Ich habe eine ewig warme Badewanne. Vor allen Dingen, das Witzige ist, diese Map könntest du jetzt eigentlich auch animieren lassen. Klaus. Ja, ich weiß. Könnte ich auch die animierte Bitte Version tun. Schicken. Please tun Sie dies. Oh, ich habe ein schön großes Zimmer, mir gefällt das. Ich habe nicht nur einen sehr langen Fluss, ich habe auch einen Wasserfall. Ich habe auch einen sehr langen. Ja, Virion hüpft wie so ein glückliches kleines Kind darum, so nach Mord. Oh, schön! Das ist ja voll schön! Ja. Eigentlich so voll der belesene Bart. Ja, jetzt hat. Wir müssen diplomatisch an die Sache herangehen. Dann kommt er in dieses Zimmer rein. Oh, come on! wie so wirklich so ein kleines Mädchen an Weihnachten. So. So, mit so mit so riesigen Augen, mit so Sternen. Und so. Oh. I mean, look at this room. It's gorgeous. Ja. Ja. Da habe ich mir so, ich gebe voll Kanüle aus Urwaldelfen. Ja. Überall Fee-Bäume dazu, moosbedeckt und wo du sagst, das Fluss? Ja, ich war so. Ja, gut. Ein Fluss im Zelt wäre schon funny, aber auch sehr cool. Aber was hast du da, Rhodium, mit dem Feuer? Ja, da kann ich gleich mit eingehen. Faruman hat ja sein Gehege bekommen, mit einem schönen Planschbecken für den Alligator und natürlich auch offensichtlich, wenn der Basilisk Bock hat, offene Auffrischung. Faruman, wenn er Bock hat. geht er mit den Alligator schön baden. Oh Mann, und eine aber größere Schmiede. Aber nicht mit Baden. Nur mit dem Alligator. Mit Felix. Oh, herrlich. Ja, und dann gibt's noch die entsprechende Gefängniszelle, die auch mal wieder ein bisschen größer ist. Ja, Rosia hat so schön seine Badewanne behalten. Jetzt noch mit einem schönen Schrank drin, wo man Wechselklamotten, so einen schönen Bademantel und alles. Ich werde das Herz begehrt, so an Sachen. Utensilien. Genau. Und eine Wickelkommode. Wickelkommode. Irgendwann vielleicht, ne? Er hat dann aber auch noch so einen schönen Spiegel zum Frischmachen, zum, ne? Oh, passen meine Haare diesmal. Und einen kleinen, Schränkle, der recht offen steht, direkt an der Tür,
da stehen dann, oder da sind noch leere Potiongläser, wo überall aber so ein Totenkopf-Giftsymbol geil. Mit daneben hängt. So zum Reinsabbern. Genau, zum Reinsabbern oder das. Meine Tension-Überlegung war diesbezüglich so, hey, somit musst du nicht immer dran denken, drauf zu spucken, auf deine Waffe, um die Gift-Sachen zu aktivieren, sondern kannst du immer so, oh ja, heute nehme ich mal das Gift mit. Oder das Gift mit. Geil. Oh, das ist quasi so ein sehr bisschen. Geil. Also eine Sache ist mir direkt aufgefallen heute, ne? Hier. Wenn ich die ganze Nacht dieses Geklimper hier höre, von dem Ding, ich bin direkt was bei dir. Du wirst mich so sehr genau hassen. An meiner Wand. Ich schwöre, du wirst damit keinen Spaß haben. Also gut schallgedämmt. Das war nicht meine Idee, das war die Idee vom Zelt und ich kann dafür nicht. Die Idee vom Zelt. Das war die Idee. Tine Wittler hört her. Tut mir leid, meine Idee ist meine Natur, das was dagegen tue. Uni war schon immer das Zelt. Oh, ich würde sagen, vielleicht räumen wir das da noch um, weil da steht es nicht um. Ich glaube, Virion muss sich überlegen, wen er beim nächsten Mal wirklich heilt. Oh, herrlich. Oh. Ja, gut. Eine Zeit kommen, wo du auch Hilfe von mir brauchen wirst. Und dann muss ich mir auch überlegen, ob ich dir helfe dann oder lieber anders. Also bisher ist Virion immer ganz allein durchs Leben gestritten. Nicht ganz allein, aber gestolpert. Gestolpert ist er. No. Ja. Gestolpert. Genau. Die Eingangshalle hat man ja schon offensichtlich gesehen. Rechts haben wir jetzt die Küche, die ist ein bisschen kompakter gestaltet, aber ja, das, was vorher schon da war, war jetzt auch da. Jetzt das Kifferzimmer ist größer geworden. Genau, das Kifferzimmer. Wichtige Sachen. Ja, also, ne, kann man sich schön entspannt drin machen. Die Bar ist quasi erhalten geblieben. Und es gibt jetzt noch einen schönen Raum für, ne, zum Fleisch, zum Aufhängen, zum Brotbacken, zum Räuchern. Und natürlich auch Fässer zum Lagern von Alkohol. Großküche. Großküche. Nachtzimmer hat sich nicht großartig verändert. Großes Kissen. Und was sie sich gewünscht hatte, war einfach, ihr Extrazimmer sollte einfach bloß große Wiese sein. Und irgendwas, wo sie draufhauen kann. Zu den Zimmern da, wo Remington drauf stand, kommen wir gleich. Rhodium hat hier oben sein Zimmer, weil da aktuell ja offensichtlich seit längerer Zeit Rhodium eher aktiv ist. Da würden es, glaube ich, die wenigsten lange drin aushalten. Weil das ist fast wie auf der Feuerebene, heißt da drin. Und ist so eine Art, ja, Altar, Schrein. Die andere Räucherkammer. Genau, die andere Räucherkammer. Wenn man möchte, dass das Räucherzeug in Flammen nochmal so aufgeht. Boah, ihr habt eine eigene Sauna im Zelt. Ja, und wir können grillen. Geil, Marshmallows. Warum sehe ich Faru da schon nackt drin sitzen? Rhodium wacht irgendwann auf den Geräuschen und Faru mal sitzt nackt auf diesen Stein. So. Wir müssen einmal Wasser, Aufguss, sowas. Das ist gar nicht so schwer. Wir müssen Toni nur dieses eine Feld von seinem Zelt sozusagen wegnehmen, sodass ich meinen Fluss von da in seinen Lava-Raum leiten kann. So wie Geralt in dieser Badewannenszene. Ja, oh mein Gott. Am Anfang von Witcher 3. Ja. Aber dann ist es aber, wenn wir hier eine Verbindung machen mit kleinen Fluss am Wasser und dem Fluss am Lava, dann entsteht die ganze Zeit Cobblestone. Ja. Oder wenn es ganz blöd läuft, hast du irgendwann den ganzen Raum voller Obsidian. Ja, das ich bock drauf. Lass mal. Aber ja, das ist quasi Lavafluss. Lucius tatsächlich auch noch. Es gibt noch eine Variante für Lucius. Aber ja, Rhodium ist hier gerade unscharrt. Ja, und dann noch. Ein ja, halt, Virion. Ja, Virion, beziehungsweise Yeti hatte sich ja einen Raum gewünscht, so an und für sich simpel, ne, halt bewuchert, also gerne so ein bisschen heimatlich gehabt hätte, mit einer Vogeltränke und halt, ne, eine Harfe. Ich weiß nicht, ob du noch geschrieben hast, ob ein Klavier dazu sein soll. Ich habe einfach ein Klavier dazu gepackt. Ja, ich primär ein Klavier, genau. Das war so mein Ding. So. Ja, okay, das ist das einzige Instrument plus die Harfe, die ich mir nicht herzaubern kann. Also ich sag's jetzt schon an, wenn ich die oft höre, werde ich mich jeden Abend, wenn du schlafen gehst,
hier hinsetzen und mein Orkbuch lesen, ne? Bitte, bitte. Rennt hier vor deine Tür. Nein. Weißt du, dass das mein Bett hier ist, ne? Ja, das ist mein... Dann werde ich das nur, das ist noch besser. Da muss ich nicht aus dem Zimmer raus, da kann ich mich einfach hier hinsetzen. dann setze ich mich hier drüben auf den Baum, das tangiert mich gar nicht. Ich lieb's, dass der Raum so riesig ist. Oh. Ihr zwei. Wir werden sehen. Es ist eine Hängematte. Ich kann die schieben, wie ich möchte. Ja, hier gesehen ist in dem Felsen drin, aber ey, ne? Aber ja, dann gibt's halt noch den einen Raum mit, schneid's ab, ja. Und dann gibt's halt noch den einen Raum, den ich so gesehen ein bisschen als Ruhestätte, Friedhof gesehen hatte, für die, ja, Gefallenen. Das habe ich erst ist nicht auch verstanden, das war das Problem. Ja, das war das erste. Aber dann so, oh, ja. Aufstehen, weitermachen, was soll das? Ja, dann hat es Klick gemacht. Hatten wir nicht den Friedhof schon in der unteren Etage? Nein. Nee. Nein. Das war der Raum des Träumers. Ja, eben. Ich sag doch, ein Friedhof. Der Hunter's Dream. Das ist der Ort, wo er die ganzen Freunde aus unserer Vorzeit verscharrt. Aber ich habe eine Frage ganz kurz bei dem ganzen Ding. Wo geht's jetzt runter in den Keller? Ja, hier hinten bei mir. Ja. Ach, da hinten, okay. Genau. Wir haben jetzt eine Marmortreppe. Ja. Das Problem ist, ich hätte gerne die alte Luke behalten, aber die hat sich gar nicht. Die kannst du nicht skalieren, die kannst du nur begrenzt drehen. Vor allen Dingen, wenn du eh schon solche runden Räume hast, die jetzt neu sind bei Dungeon Alchemist. Da sind auch noch ein paar Sachen, die nicht so funktionieren, wie ich sie gerne hätte. Aber deswegen habe ich einfach so eine Treppe draus gemacht. Und wenn Chaos nicht will, dass er runtergeht, macht er einfach eine Holzplatte drüber oder durch darüber. Was zur Hölle ist das hier? Das ist so eine Art Kirschbaum. Geht von dir einfach schön. Sieht einfach aus wie so ein Haufen an Ranken, der sich da ausbreitet. Nein. Das ist Deko. Ja, der Dekobaum. Ich sehe. Dein Dekorbaum. Ja, nö, den fand ich einfach schön und dachte, ich hatte den erst vor, den in die Mitte zu stellen. So als überschattungsmittiges Ding, was eigentlich schön einfach da ist. Aber dachte ich mir so, die Mitte lässt sich noch für was anderes nutzen. Aber was? Das haben Chaos und ich in petto. Hallo, okay, da oben, let's go. Oh Gott. Nee, das ist Virions Zimmer. Ja, genau. Da ist dann Karaoke-Abend. So das schön. Ist okay, wenn ich und Monsieur Felix da reingehen, ist das okay. Bei allem anderen bluten mir die Ohren. Kein Problem, ich hole Monsieur Felix zu dir. Oh. In den Karaoke-Raum ist mir das wurscht. Ich weiß nicht, hattest du davon auch schon irgendwelche Snippets oder so auf? Davon? Snippets? Was? Patreon? Nein. Auf Patreon hochgeladen? Nee, ach so, oder? Nee, das hatte ich noch nicht. Nee. Aber wir haben heute noch gar keine Werbung gemacht, ne? Genau, deshalb wollte ich gerade dazu kommen. Ey! Leute, ja, das wollte ich jetzt noch so ein bisschen als Überraschung für alle komplett lassen. Freche Dreister. Wir machen gleich eine kurze Pause dann auch nach der Werbung. Yes. Werbung. Aber ja, Leute. Auf Patreon und Co. Könnt ihr uns gerne supporten als solches. Ne? Patreon und Co. haben wir als mögliche Supporter-Plattform entsprechend dafür auserkoren. Für Patreon, für die Leute, die Bock haben, längerfristig da entsprechend mit rein zu buttern, habt ihr dann auch die Möglichkeit, nach 3 Monaten einen NPC für uns einzureichen, die wir in die Welt mit einbinden. Ne? Aktuell gibt es aktiv die Welt, beziehungsweise den Kontinent Kentera. Es gibt aber noch die komplette Welt, die Chaos und ich noch so ein bisschen am Austüfteln, Ausarbeiten sind. Da kommt auch noch ein bisschen was. Und ja, für die Leute, die Langzeit supporten wollen, all of freaking. Da bleibt es nicht nur bei NPCs hängen, sondern dann könnt ihr auch kleine Ortschaften oder größere Ortschaften, je nach Supporterstufe, ist es da auch noch entsprechend mit aufgedröselt, wie weit euer Einfluss quasi wäre als solches. Ja.
Vorteil auch noch von Patreon ist, ihr bekommt immer so ein paar Snippets an Sachen, Sketches, Work in Progress sehende Sachen, wie zum Beispiel von meiner aktuellen Kampagne, die ich plane, habe ich ja einige schöne Work in Progress Sachen reingehauen von Städten, an denen ich so gearbeitet habe und von Map-technischen Sachen. Und da kommt in Zukunft noch einiges. Es wird noch schön. Für die Leute, die sagen, ey, yo, ich würde gerne einmal gerne ein bisschen Support mit reinklatschen, ihr könnt gerne Ko-fi nutzen. Auf Ko-fi, ganz klassisch, kann man ja PayPal und Co. Eine Donation dalassen und da haben wir dann hier auch nochmal zu sehen, ab 5 Euro könnt ihr dann mit uns eine kleine ungewöhnliche Waffe magischen Ursprungs oder magischen Gegenstand mit einfügen. Bis hoch hin zu eine Kleinstadt oder eine kleine Insel mit entwerfen und so weiter und so fort. Ne? Also könnt ihr auch gerne eigene Sachen mit einbringen, wo ihr sagt, ey yo, ich würde das richtig fühlen. Ist es möglich? Könnt ihr immer gerne mit uns absprechen und dann kann man bestimmt was Schönes draus machen. Dazu kommt dann noch nach der Gamescon. Ja, Luna, ich werde lesen. Das haben wir schon alles geplant. Das Einzige ist, mein Täubchen hier meckert noch. Und ja, das Täubchen. Muss ich da leider noch auf jemanden warten. Wenn das Täubchen behoben ist, haben wir heute schon gequatscht, lese ich euch den ganzen Scheiß ein. Aber es kam der Vorschlag, nicht nur ich, Toni, würde sich zum Beispiel auch gerne mit daran beteiligen. Oder vielleicht ein Yeti, der den One-on-One mit Remington einlesen will, zum Beispiel. Ich kann auch alles andere, also... Ja, nur als Beispiel jetzt mal. Dann weiß ich, welchen Teil du nicht einlesen wirst, weil du sonst uns traumatisiert wirst. Danke. Ja, oder wenn so ein Lenny Lust hat, ein Kapitel mit einzulesen aus dem Wiki. Das sind alles Möglichkeiten. Ich bin genau. Echt gemobbt, wisst ihr das? Alle wurden aufgezählt, bis auf ich jetzt. Ne? Ja, jeder Einzelne. Aber bloß nicht Faru, Alter. Halt die Fresse, Faru, lest bloß. Nein, Faru, wir sind ja gerade dran, dein wunderbares Orgbuch zu schreiben, damit du das dann einlesen kannst. Ja. Und to be fair, Mel wurde jetzt auch noch nicht dazu genannt. Also, ne? Kurze Sache, ich bin wirklich dabei, eine mehr oder weniger Kurzfassung dieses Schundromans wenigstens, dass ich Paro mal geben kann, worum es wirklich in dem Buch gibt, gerade zusammenzufassen. Oh Gott. Weil ich mir denke, es muss einfach sein, irgendwann mal das rauskommt, was er da eigentlich liest. at least vom zweiten Teil, wo er selber ja Protagonist ist. Da müssen wir unbedingt mal... Ich glaube, das hat er schon gelesen. Hat schon ein dritter Teil war schon. Das. Ja, ich weiß, aber trotzdem müssen wir ja wissen, was mit ihm passiert. Ja. Genau. Er war einfach die Affäre im zweiten Buch. Und ich war eigentlich noch dabei, noch aufzuzählen, weil ich hätte dann auch noch gesagt, oder ein Farumal, der mal eine Session vorliest. Oder eine Mel, die wir ja auch noch nicht genannt haben, die dann gerne mal was einlesen kann. Wer sie auch angeboten hat, ist zum Beispiel eine Fesi, die dann auch mal gesagt hat, ja, sie würde auch gerne mal was für uns einlesen mit. Also, wir haben da mannigfaltige Möglichkeiten. Ja, mannigfaltig. Gibt's so viele faltig schöne Sachen. Faltig bin ich auch. Jetzt aber bleibt mir mannigfaltig hier. Aha. Und noch ganz kurz, bevor wir in die Pause gehen, wenn ihr von dieser Kunst viel haltet und das auch gerne mal... Wortwörtlich. Von dieser Kunst auch mal teilnehmen wollt, habt ihr die Möglichkeit, damit sogar etwas zu gewinnen. Ja, nämlich haben wir noch unseren Art Contest, der jetzt noch eine Woche läuft. Bis nächste Woche Dienstag nehmen wir noch Einsendungen und sprechen dazu zu den Fanart Contest für ein Jahr Aufstieg des Träumers. Ihr habt die Möglichkeit, entsprechend entweder monetarisier dafür, ne, wo ihr sagt, oh, erster Platz. Ne? Werdet ihr monetarisiert, wirklich. aber auch alle Leute, die mitmachen, oder so, ne, Platz 1 bis Platz 10 hat auch die Möglichkeit, ein NPC oder was anderes entsprechend mit einzubinden in die ganze Welt. Und da habt ihr noch bis zum 27.8. Zeit. Falls ihr sagt, oh, ich habe da was ganz Spezielles vor, was mit Materialien zusammenhängt,
wir hatten schon mal das Thema Cosplay oder Holzschnitzerei oder sonst irgend sowas. Das hatten wir erst am 6. glaube ich angekündigt, dass mal der Vorschlag dazu kam. Dann bekommt ihr tatsächlich noch eine Woche drauf mit Zeit, das bis dahin zu zeigen als solches. Dann wird quasi die Ausschüttung bzw. die finale Bewertung noch ein bisschen verschoben. Aber dann müssen wir uns Bescheid geben. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir nicht Bescheid wissen, ist das halt... Genau. Und nein, Origami vom Träumer, wenn du das schaffst, Luna, dann Respekt. Holla die Waldfee. So eine Cosplay-Regel für mich vom Fado mal, boah, das würde ich ja feiern, Alter. Apropos Regeln. Ja. Mir ist heute nämlich was aufgefallen, weil ich habe ja gehört, dass jemand Pokémon-Varianten am Arbeiten ist. Oha. Das funktioniert aber mit dieser Regel hier nicht. Was denn? Warum? Kleidung für Sohn dürfen geändert werden. Ja, damit veränderst du ja alles. Mehr oder weniger. Ja, aber... Ich meine nur, das ist keine Kritik an dem Zeichner, sondern an unseren Regeln. Das ist ja, ganz wichtig. Ja, gut. To be fair, woher hätte man wissen können, dass Leute Pokémon draus machen? Das wäre es, aber solange man erkennen kann, um welche Charaktere es geht, ist es wieder fein. Ne? Also wenn du sagst, ey, das ist Faro-Mal und du setzt dann so einen Werwolf hin. Ja, oder so ein Pikachu, der einfach zwei Stunden hingemalt hat oder so, keine Ahnung. Ja, das war klar, dass es nicht geht. Also, keine Ahnung. Ja, also, da kann man noch sagen, ey, ja, das kommt doch noch mit rein. Ne? Ja, wichtig ist, also ja, kann ich verstehen, aber das ist auch so dieses Thema von speziell so nach dem Thema, es dürfen auch also von anderen Universen schwierig zu sagen. Deswegen habe ich gesagt, einfach Kleidung und Frisuren dürfen geändert werden und das grob technisch gesehen kommt es einfach dazu. Wichtig ist am Ende bloß, packt einen der Hauptcharaktere oder gerne auch alle entsprechend rein, wenn ihr euch maßlos überfordern wollt. Ne? Aber Lucius Faruman, Resea, Remington, Yanara, Viron, besonders auch Flauschi, Gin, Rhodium und Sosrun würden auch noch als Variante gehen. Oder? Ja. Oder Althea, ein Vogel. Stimmt. Aber die kam ungefähr noch gar nicht wirklich Ohr. Noch die kam noch gar nicht als Hauptcharakter. Flauschi ist Flauschi ist ja gefühlt... mehr ausspielen, sagt mir. Flauschi, to be fair, deswegen ist er auch in Klammern, ist ja unser inoffizielles Maskottchen gefühlt schon. Der meinen Kanal übernommen hat inzwischen. Echt? Er hat so viele Flauschi-Emotes. Ja, und letztens kam auch der Kommentar, wann ich denn endlich meine Währung da für die Kanalpunkte. Kanalpunkte auf Flauschitaler umnenne. Hallo? So geil. Ja. Ja, ist Flauschitaler. Ja, wann benennst du deinen Kanal um in Capturing Flauschi? Das ist für eine wichtige Frage. Das passt auch richtig gut. Capturing Flauschi. Nee, lass mal, dann sprechen mich alle nur noch mit Flauschi an. Ja. Hab keinen Bock drauf. Damit muss ich dann leben. Passt ja zum Bart. Hallo, Flauschi. Der Flauschenbart. Pass du nur auf, ich komm dich zu Hause hier. Ich komm dich zu Hause. Bruder. Weißt du, wo dein Haus brennt? Krankenhaus. Geil. Ah, ja, und der Rest ist eigentlich so selbstverständlich von, ja, gebt uns die Möglichkeit, das Fistinnenzwecke für Banner, Ankündigung und Co. zu benutzen. Traditionelle und digitale Artworks sind erlaubt, um mich da nicht einzugrenzen. Es sind nämlich schon ein paar traditionelle Artworks eingereicht worden, die sehr, sehr schön schon bisher waren. Wir haben schon ein paar Snippets bekommen diesbezüglich. Ein Artwork. Also wenn ihr mehrere Artworks habt, wählt eins aus, was am Ende für die Endwertung dazu kommt. Das ist ganz wichtig. Und Kleidung für Sohn, wie gesagt, dürfen ja Endwertungsdorf nur keine externe Commission oder AI-Art sein. Oder gegen die TOS verstoßen mit Not Safe for Work-Inhalten. Die könnt ihr trotzdem machen, um das nochmal, das ist auch ganz wichtig, ihr könnt trotzdem Not Safe for Work Sachen machen, die gelten nur nicht für diesen Contest. Ja. Seht ihr dann auf unserem OnlyFans-Account. Oder halt auf Chaos Discord. Genau. Wir damit only Träumer. Ich habe hier eine Frage für dich. Wie viele sind es denn bisher ungefähr?
von denen du weißt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß von, glaube ich, 4 Leuten, die, wo ich bisher Sachen gesehen habe. Ich glaube mehr. Ich weiß auch. Also ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt noch nicht halt, es läuft halt direkt schon aktiv. Eins außer Konkurrenz, weil es aus unserer Gruppe stammt. I guess. Nö. Wieso sollte das außer Konkurrenz laufen? Mal ganz im Ernst. Ja. Man könnte uns halt vorhalten, dass wir parteiisch wären. Stimmt. Ja, das könnte aber mir bei einem anderen auch, ja, aber. Da bin ich schmerzfrei, weil ich sowas einfach entscheide, wer das Beste gemacht hat und wer nicht. Also, das, ja. 5 habe ich im Kopf gerade. Ja, dann sind es aktuell 5, von denen ich aktuell weiß. Ja. At least. 5. Irgendjemand hat noch gemeint, dass sie sich das anschauen wollen, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, letztendlich, es kann ja immer noch passieren, dass Leute das noch am entsprechenden Tag einreichen. Genau. Das ist, eine Woche noch. Denkt nur dran, dass, wenn ihr es auf Twitter postet, richtig zu kennzeichnen, auf Instagram richtig zu kennzeichnen und bei Discord vor der Zeit in den richtigen Channel. Mein Lieblings-Hashtag, Hashtag ADTart. Ich hab den mir jetzt mal angeguckt. Darunter werden halt auch andere Sachen gepostet. Ich weiß. So, ja, Dinge, die halt einfach passieren. War schön. Im Zweifelsfall markiert uns einfach drauf. Yes, genau. So, jetzt ist Pause. Das Einfachste. Pause! Ihr braucht auch keine Flauschitaler und Flauschimünzen bei mir in die Abstimmung hauen. Das ändert nichts. Meine Güte. Lieber Gesangsverein. Oh, herrlich. Nein, ich gehe in die Pause. Bis gleich. Bis gleich. Der schaut. Da sind wir nämlich wieder. Hi, Toro. Das macht Sinn, wenn du da 66% angibst. Heißt das, wenn du 3 Spiele mit 66% angibst, musst du nur 2 davon wirklich spielen. Dann kannst du die vorher testen. Deshalb wird auch empfohlen, immer 66% anzugeben. Ja gut, ich habe bei denen halt hin und wieder schon Spiele angefragt, wo ich halt exakt wusste, okay, ich kenne das Spiel. Ich habe da Bock drauf. Deswegen habe ich da auf jeden Fall 100% angegeben. So, keine Ahnung, wie Rising zum Beispiel. Ja. Kannst du es mal wieder kurz aufs Zelt machen? Ich will auch schon ein bisschen was über die Karte erzählen. Natürlich, ne? Oh, ist so warm gerade schon wieder, ne? Ja, ist eigentlich gar nicht mehr so warm hier gerade bei uns, aber. Bei uns hat's 14 Grad. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Grad wir hier. Wir haben 23 Grad im Moment und hier in meinem Zimmer sind safe 25, weil der PC lief und es nicht gut durchgezogen hat. Nicht gut gezogen. Nee, nicht gut gezogen. Ey, House of the Wind hier habe ich zum Beispiel oder House of Tesla. Wunderbare Rätselgames, wo ich die ersten Teile schon gespielt habe und gut fand und deswegen habe ich da 100% reingesetzt. Ja, Luca, das sagt viel über meine Community aus. Meine Community will mich unterwandern. 5:0 für Flauschitaler. Wie heißen die Teile aktuell? Chaostaler. Ich meine, bei mir heißt es Feuerholz. Bei mir sammeln die Leute Feuerholz. Die versuchen nur, dich zu verbrennen. Sollen sie einen Scheiterhaufen bauen? Oh ja, Zoro. Wie war es eigentlich im Zeltlager? Ihr habt doch da so ein kleines Camping, so einen kleinen Campingausflug gemacht. Meinst du mich oder Zoro? Sowohl als auch, stimmt. Du warst doch auch zelten. Aha. Anstrengend, aber gut, wie jedes Jahr. Mhm. Ich fahre nie wieder 60 Kilometer Fahrrad. Warum? Das war auerböse. Also, das Ding ist, wir haben halt irgendwo nach 32, 35 Kilometern eine halbe, dreiviertel Stunde Pause gemacht, um danach wieder anzufangen, war halt Arsch. Mhm. Yes. Aber sonst war es eigentlich entspannt.
Was hat Zoro geschrieben? Ich finde Zoros Antwort sehr schön. Ja, war es. Reden wir nicht drüber. Frag den Rest. Well. Ja. Zoro, okay, also kann man das dann offiziell schreiben oder muss man das in irgendein NSFW schicken? Wenn du schon so fragst, NSFW. Er hat nur geschrieben, dass Luca und Luna halt dabei waren. Ich weiß es ja nicht. Dann NSFW. Case so. Case closed. Ja, dass Flauschi der Liebling ist, das wissen wir. Oh ja, Flauschi ist ein absoluter Liebling. Aber es freut mich sehr, Yeti, dass dir das dein Zimmerchen gefällt. Yes. Es gibt so eine kleine Sache. darf ich eine kleine Sache vorbringen? Ich hätte mir das Klavier einen Hauch dunkler vorgestellt. Das ist so das Einzige, wo ich gerade so... Und an einer anderen Position. Nein, ich finde die Position großartig. Du legst aber auch an zu streiten, gell? Also dafür, dass du ein friedfertiger Charakter bist, legst du schon ein bisschen drauf an, ja? Ich weiß schon, wenn ich nächstes Mal nicht heile, also ganz ehrlich. Er ist ein bisschen sassy. Tatsächlich habe ich es versucht, so ein bisschen dunkler zu machen, aber das einzige dunklere Klavier wäre ein ganzer Flügel gewesen. Ja. Und also da gab es bei Dungeon Alchemist diese nicht so schöne Beispiele, wo ich dachte so, ja. Und so ein Flügel fühle ich bei Virion jetzt nicht unbedingt. Bei Remington ja. Bei Remington hätte ich so Flügel geführt. Der hätte wahrscheinlich PTSD bekommen, aber. Nein, der wurde vom Klavier erschlagen, nicht vom Flügel. Nein. Okay, dann war es nur ein Klavier. Also, okay. Stimmt. War ein Klavier. aber ja. Von daher. Ja, ey, alles entspannt. Das ist so dieses so ein bisschen, was so, wo ich immer mal wieder drauf gucken werde und mir so denke, hä? Aber das erinnert mich dann auch immer gut dran, dass ich ein Klavier habe und es benutzen kann. Also ist das sehr gut. Mein schöner Kräutergarten kommt auch gut durch. Ja. Also nicht, wie Chaos gesagt hat, dass ich hier meinen Obstgarten habe. Nein, das ist ein Kräutergarten für Heil und... Ich habe Gemüsegarten gesagt. Mhm. Hallo, du wirst dich gesagt. Ein Lenny. Hi. Weiter geht's. Da wirst du dich sehr gut mit Lucius anfreuen, auf jeden Fall. Der wird dann auch er klaut dir die Kräuter. Hallöchen! Dafür müsst ihr erstmal wissen, dass hier Kräuter sind. Na ja, gut. Also jeder, ich schätze mal, dass jeder zumindest irgendwo mal in die ganzen Räume kurz reingeschnuppelt hat. Also bei unserem letzten Update hat das nicht getan. Also niemand wusste, wie Remingtons Raum aussah. Ja, das stimmt. Und at the moment bin ich ehrlich so, bitte nicht? Ich will nicht, dass ihr wisst, was alles hier drin ist, damit ich es genießen kann. Genieß. Also ich schätze mal, da dein Raum so ein bisschen extravaganter ist von allen, wird dir der mal kurz rein. Hallo? Und dann so, Ja, nix. Tür zu. Achso, ich setz noch. Und zu dem, was du meintest mit das Zelt hat keine Türe, das Zelt hat eine Türe. Ja. Jetzt meinst du? Nein, es hatte schon die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber seit der Stadt hat das nicht immer nur so eine Art Vorhang? Nein. Oder meinst du, Lucius hat eine magische Türe bekommen? Ja, aber wie jedes Mal, wenn wir das Teil zumachen, fliegt die Tür genauso wie wir raus. Ja, genau, aber er macht sie auch jedes Mal wieder rein. Das hat er nie gesagt. Aber das hast du mitbekommen. Du hast es bestimmt häufiger vergessen zu sagen, dass du sie wieder... Ich glaube es. I don't know. Es ist jetzt lange her. Türen sind Herausforderungen für mich. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie du versucht hast, diese Türen durchzubashen und einfach dong. Ja. Kaffee. Oh, das ist schön. Gut. Nein, aber ich würde im Zweifel Athea hier hinsetzen, so nach dem Motto, während ich den Raum so guck, dass keiner reinkommt. geh so in den Raum. Ich würde auch mal sozusagen meine Schuhe ausziehen, um einfach mal meine Füße in den Fluss zu halten, um zu gucken, ist der eiskalt. Na toll, jetzt haben wir einen neuen Fluss und da ist gleich kontaminiert.
Piss warm. Also es ist halt wirklich so warm, dass da drin halt auch eine ganze Menge, ne, so Algengewächse und all sowas. Okay, I see. Ein paar Goldfischlein. Mhm. Ich habe legit überlegt, ob ich... Da bin ich ja richtig neidisch auf deinen Fluss. Algen. Yummy. Hey, die haben heilende Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, was du hast. Ich habe legit überlegt, ob ich dir dann auch eine Ente in den Raum setze. Bade. Ich setz sie dann zu meinem Klavier. Ja, gibt's Entenbraten am nächsten Tag? Nö, die Ente wird dann einfach an zwei Tiefen verfüttern. Aber ich merke schon, Virun ist für seinen angeblichen friedvollen Charakter ganz schön auf Krawall gebürstet. Ja, gut, da brauchst du dich aber nicht beschweren, ja? Also ich sag's dir später, bisher ja? Bisher hat Virion noch gar nichts gemacht. Ja, yeah. Ich stelle mir so richtig gut vor, wie auch Resea so schön mit seinem Tässchen. Ist das Tee? Sieht aus wie Tee. Tee. Hab ich einen Tee? Ich weiß nicht. Hab ich einen Tee? Nee. Ja, das auf jeden Fall spätestens. Ja. Nee, also Resea ist halt, während er sich so seinen Raum halt so ansieht, steht halt hier so ein bisschen. Hat ein bisschen mittig erst rum und hält auch mal so einmal so die Hand in die Badewanne und ist so, ja, so überlegt sie so, vielleicht nicht jetzt, aber später. Wird ein bisschen melancholisch, nostalgisch, als er dann die Steine sieht. Ich meine, die sind jetzt grundsätzlich halt nichts Neues so, aber dennoch halt neuer Raum und dennoch sind die Steine aber halt irgendwie mit dabei und denkt daran zurück, wie er mit Hisako über die Steine in seinem Zimmer geredet hat. Und verstaut den Ring, den er gefunden hat, in diesem... Ist das hier eine Art Schrank? Ja, das ist ein Schrank, genau. Also wenn du den Schrank öffnest, hast du so Badezubehör, ne? Handtücher und einen Bademantel. Okay. Ist da auch so eine Art Schublade oder hat er so ein verstecktes Fach oder sowas? Ach, ja. Findest du auf jeden Fall. Perfekt. Würde er den Ring dort verstauen quasi drin und den dann wieder zuschließen. Und sich danach so ein bisschen hier in seinem Vorraum oder in seinem Schlafzimmer sich das erstmal anschauen, ein bisschen gemütlich machen, Schwung kaltes Wasser ins Gesicht. Ja, schauen, dass er noch gut aussieht. Sowas in der Richtung. Das wäre so das, was Resea machen würde. Ja, du bist halt ziemlich schmutzig nach der ganzen Tour und nach den ganzen Viechern. Stimmt. Ja, ja, vielleicht würde Resea sich nach dem Schwung Wasser im Gesicht, zumindest in der Gesichtsregion besser fühlt, doch einmal kurz ein paar Minuten zumindest abbaden, abduschen, abwaschen. Da fällt mir gerade kurz was auf zum Zimmer. Entschuldige, dass ich nochmal reinspringe. Ja, klar. Warum hat Resea eine Wasserschale vorm Spiegel und ich nicht? Tja. Darf ich mich denn überhaupt nicht waschen? Das ist... Naja, aber ab und zu wasche ich mich halt auch mal so ein bisschen Wasser. Du hast auch die größere Wasserschale hier hinten. Das ist der Random Generator. Also, wenn du mal guckst, Lucius hat hier keinen, Yanara hat hier keinen. Also, das ist zwar jetzt einfach bloß der Random. Denk dir einfach deine Schaden hin. Okay. Okay. Ich hab auch eine Frage. Was ist eigentlich aus Remingtons Habseligkeiten in der Truhe geworden? Ich weiß nicht, was Chaos sich da überlegt hat. Well. Doch, das hättest du sogar gemerkt, Rhodium. Mhm. Die sind im Safe. Ah, okay. Also wenn ich mir auffalle, dass ich da die ganzen Münzen reinstopfe. Liegt da noch ein Haufen anderes Zeug. Hey, Safe ist ja noch größer als gedacht. Der Safe hat auch nochmal so ein extra in der interdimensionalen Raum so. Oh, das ist so lange her. Ich muss jetzt erstmal selber gucken, was ich Chaos geschrieben habe, was da drin ist. Aber mal ganz kurz. Das hast du mir von halben Ewigkeit geschickt, ja. Ich weiß. Zu dem Gold, was wir eingepackt haben, wie viel
Gold ist jetzt im Endeffekt, wo wir uns dazu tun könnten. Müsst ihr mal zählen. 1 Million. Du hast gerade, du überlegst dir, wie viel das ist. Ja, ja, ich sag ja, müsstet ihr zählen. Immer. Ihr werdet jetzt bei Folge... Unendlich. Nein. 12k. 12.000 leckere Goldmünzlein. Münzli. Münzli. Und die müssen wir in Bitcoin investieren. Dann würde nämlich ich persönlich würde mir 2.000 so in mein tägliches Säckchen tun. Und was man halt so braucht, wenn man irgendwo ist oder so, ja. Und 10.000 würde ich in die Gruppenkasse schmeißen. Ja, du hast nicht alleine 12.000, sondern wir so, alle das insgesamt. War die Frage. Ja, ja. Das war die Frage. Ja. Junge, pack mir 2.000 einfach mal so ganz schnell. Bin ich aber auch schon angefangen. Ja, wir sind ja für die Lebensgefahr, in die wir uns begeben haben. Ja, und vor allem, dass, ja, wie. Dafür, dass Virion all seine Zauberslots für uns aufbringen musste, ja. Das hat seinen Preis. Wir sind teuer. Aber wir haben auch nochmal geguckt, wie viel man sinnvoll so nehmen kann, wenn man sagt, so goldgewichtstechnisch irgendwo. Ich habe meine zwei Pets auch noch mit befüllt irgendwo, ja, mit so einem Säckchen oder so. Ja, deswegen sind es ja bei 12.000. 1.000 Gold sind ein Bulk. Also kannst du quasi ungefähr dazu umrechnen. Ein Kind, ein Balk. Ein Balk, genau. Oh. Rhodium zum Beispiel hat jetzt gerade mit dem ganzen Shit, was er jetzt dabei hat, hat er 2 Balk drin mit dem Gold, was er noch potenziell dazu packen könnte. Er hat jetzt nicht so viele Taschen, also ist, um sie komplett auszubelasten, würde er mit 2 Balk mehr, also 2.000 Münzen, würde er jetzt einen Balk von 4 haben. Mit der Stärke, die er hat, würde er erst ab 9 encumbered werden. Je nachdem, wie viel Zeug du hast, das steht immer in deinem Inventar unten die blaue Leiste. Wo steht das? Unten drunter, oder? Maximum Bulk. Genau, Maximum. Steht bei mir. Genau, und encumbered bist du dann wahrscheinlich bei 10. 9 oder 10. 9. Aber ich sehe nicht, wie viel ich habe. Wie viel habe ich? Das steht genau daneben. Balk, Doppelpunkt und dann. Ich habe 3,9. Doppelpunkt 15, 3 Liter. Ah ja, genau, okay, da wolltest du ja die Sachen. Okay, ich wollte gerade sagen. Da sind auch die Sachen dabei, die er nicht dabei hat immer. Zum Beispiel deine Großäxte, du hast eine zu viel. Ja, nicht mal nur doppelt. Eine, sondern die ganzen... Ja. Er meint ja auch, dass er einige Sachen... Die habe ich gesagt, ich schmeiße die alle weg. Also ich genau, das mache ich jetzt gerade für dich. Der Orkiefer... 3,9 und könnte... Aber die Pickaxe, eine Pickaxe würde ich behalten. Ja, ja. Ja, wir wollten ja da noch Dings... Ja, wie ich sogar gesagt, behalt einfach 2. Weil die Pickaxe sind, glaube ich, jetzt nicht das hartgewichtigste von allen. Die Brustplatte zum Beispiel mit 3 Balk hast du im Zelt gelassen. Ja. Gehe ich mal von aus. Deshalb würde ich die, obwohl die hättest du schon verarbeitet zu Metall wahrscheinlich eher. Ja, für die Basiliskenrüstung. Ja, genau. Und die Krokodilrüstung, ja. Mhm. Ja, der Krokodilrüstung hat er gar nicht gearbeitet. Genau. Nur an der Basilisken bis jetzt. Genau, ja. Warum auch immer das Duct Tape 1 hat. Bei 8,7 bist du, genau. Du bist schon ziemlich voll, weil bei dir das Schwere sind die Torches? Wie viele Torches hat er denn dabei? Nee. Deine Axt hat 2, der Scimitar, den hättest du weggehauen. Das ist ein Scimitar, den würde ich wegschmeißen. Ein Säbel. Ja, dann würde ich wegschmeißen. Deine Rüstung hat 2 Balk, die du anhast. Die Bedroll hast du nicht mit dabei. Doch, die habt ihr mitgenommen, stimmt. Naja, die haben wir aktuell mit dabei. Waterskin. Oder so. Aber da steht L, was ist L? Light. Ein Light. Also ein Bulk. Ja, ich glaube, 10 Light sind ein Bulk, glaube ich. Genau. Ja, schau mal. Also ich habe im Prinzip, ich verstehe gar nicht, wie ich auf so viel Bulk komme. Doch, 2 für die Axt.
1 für die Pick, 2 für die Rüstung, bist du schon mal bei 5 Bulk. Und dann jeweils 10 L, also Light, sind 1 Bulk. Du hast alleine Rationen für 35 Tage dabei. Ich habe Rationen für 7 Tage dabei. Stimmt, für 7 Tage, Entschuldigung. Ja, wollte ich sagen, wir haben nur 7 Tage mitgenommen. 49 Tage. Aber im Special Pouch. Du hast aber 7-mal die mitgenommen statt einmal. Ich dachte, ja gut, ich dachte, wir müssen halt für 7 Tage 7 eintragen, deswegen. Ducktape ist ein Light Bulk, Oil of Potency ist ein Light Bulk, Healing Potions sind 2 Light Bulk. Dein Rucksack die Ration, wiegt natürlich auch noch. Die Ration musst du so aufstellen, die verbrauchst du, aber das steht ja quasi immer in Klammern 7 von 7 zum Beispiel. Und eine Ration sind eigentlich 7 Rationen, also 7 Nutzungen. Genau. Ja, was ich wegschmeißen würde noch, wäre auf jeden Fall die Torch. Die Torch ist... Die würde ich alle 5 wegschmeißen, sogar fürs 3 hätte ich fürs Tragen weggeschmissen, ne? Ja. Weil die brauche ich auch nicht. Ja. Aber dann bist du bei 6,6, dann passt das mit dem Betrag. Das Deep Love in Orks, was drinsteht, das würde ich auch in der hätte ich ein Ding. Genauso wie das Tab, das hätte ich wahrscheinlich auch in der Kiste gelassen. Also. Ja. Das sind ja noch Dinge, die man. Aber dann kommt es mit den. Ich habe die 12 jetzt so ausgerechnet, dass es auf euch passt. Wie viel hat dann jeder? Also, wenn ich sage, wie viel hätte ich dann mit meinen Viechern, Beuteln? Du hättest. Wahrscheinlich 4 insgesamt. 1000 für die Viecher, 2000 eher. Er hat mehr. Er hat dann 3000. Ich bin bei 4,8 Bulk. Weil du musst auch berechnen, wir haben ja gesagt, ein gewisser Prozentsatz ist ja auch Katzengold. Ja, Kupfer. Zwar nur ein kleiner, aber... Virion hat kein einziges Gold bisher berührt. Du hast circa... Du hast circa 5.000, 6.000 mit deinen Tieren dabei. Aber es hat mich auch. Mir hat keiner von euch 6.000 gesagt, was ich jetzt tun soll. Dann machen wir 6.000 und ich tue 1.000 bei mir ins Inventar und 5.000 tue ich. Das können wir dann alles in Ruhe. Also genau. Aber hat Katzengold auch einen Wert in einem. Nein. Ist das irgendwie ein. Okay. Das sind Fake-Münzen im Endeffekt, was ich meine. Naja. Okay. Ist aber kein Kupfer, by the way. Das ist ein Mineral. Ja, gut. Kupfer ist auch ein Kupfer. Ja, während der Rest nochmal alles in ihre Zimmer rumdümpelt und Co., hätte Rhodium noch den wahrscheinlich schon wieder wache Kobold-Dame. Also genau aus dem Grund hat er nicht viel rumgedümpelt, sondern hat ist rein und hat einen Tresor gesucht, Münzen rein, ist wieder raus und ist zur Kobold-Dame. Die ist aber wahrscheinlich schon längst wieder aufgewacht, weil war ja bloß eine Minute. Eine Stunde hat die geschlafen. Nein, Minute. Das Kind. Das Kind schläft eine Stunde. Das wurde weggepfeffert. Das habe ich richtig hart weggezaubert. Das habe ich richtig hart weggezaubert. So, was immer. Wie hatte ich das gemacht? Mittlerweile. Okay, ich muss eine Sache sagen, Chaos. Kann nicht in meinem Bett liegen. Weil? Weil es auch. Ja, Chaos hat hier wieder den Grid-Modus angemacht. Stimmt. Habe ich noch nicht korrigiert bei der Karte. Ja, ist alles neu. Ja. Fine, Bear. Ich hab's ja auch nicht erst 5 Minuten vor Start der Session eingebaut. Alles entspannt. Nein. Würde ich niemals tun. Quatsch. Oh. Never ever. So, jetzt. Ja, ich kann in meinem Bett liegen. Und ich kann Athea genau mittig von der Vogeltränke setzen. Träumchen. Mhm. Aber ja, wenn ich jetzt nach der Kobold-Dame Ausschau halte, ist sie noch da in ihrem Spot oder hatte ich schon versucht, mit der Raupe weiter fortzubewegen? Das Kind ist inzwischen wach und schreit wieder, weil sie es geweckt hat. Okay. Kleine Bitch. Und sie kleine Bitch. Auf.
Und das Kind schreit brav mit. Gut. Wobei, warte mal, ich muss mal was schauen. Ja, schau mal. Sie schreit: Mörder, Hilfe, Mörder, Kidnapper! Sie hat sich das Seil am Stein abgerieben. Kannst du mal würfeln, ob sie nicht schon längst eine raue Stimme hat oder ob sie überhaupt noch schreien kann? Die hat sowieso eine raue Stimme. Nee, aber... Und sie ist schreien gewöhnt, von daher nein. Scheiße. Wie weit hört man das? Also, hören wir das in den Zimmern auch? Im Zelt ist Ruhe. Im Zelt ist Ruhe. Das ist natürlich auch schön für das Zelt. Ihr habt nicht den Knopf gedrückt, damit ihr das von außen mitbekommt. Ja. ja, aber ich würde dir entsprechend dann... Ja, ich bringe es dann raus. Und ich schnapp sie mit dem... Aber am Körper ist sie ja wahrscheinlich noch gefesselt. Ja. Okay. Dann würde ich sie dir entsprechend mit so zack oder ihren Arm entsprechend nehmen. Und mit der Hand... Also sie quasi Schulter, hier Arm... Hier dazwischen quetschen, um mit der Hand das Maul zu halten. Okay, dann versucht sie mal da. Mach mir ein Grapple und. Okay, sie kommt eh nicht raus, brauchst du nicht. Aber wenn du versuchst, dann nach ihr zu greifen. Nee, ganz knapp. Ganz knapp schnappt sie mich nicht an. Obwohl, wie ist deine Armor Class? Meine Armor Class ist bei 25? Okay. Nee, dann ganz knapp. Sie hat versucht, nach deiner Hand zu schnappen. Okay. Ja, wäre es bei Lucius gewesen, dann wäre es 23 SC gewesen. Da dann hätte sie getroffen. Da hätte sie getroffen, ja. Aber Lucius hätte sie wahrscheinlich auch gar nicht erst angepackt. Er hätte sie nochmal schlafen gelegt. Ja. Okay, aber ja, er nimmt sie so entsprechend und... Und das Kind. So. Jetzt habe ich. Also, und er würde sie entsprechend hier zur Zelle hin marschieren. So, also hört ihr sie jetzt alle. Ja. Ja, so. Und ich schreibe mit: Warum mal! Mach mir mal bitte die Zelle auf hier! Ich würde natürlich kommen. Ich höre das Schreien. Von allen. Hey! Hölle auf, Mann. Oh, wieso habe ich kein Silence genommen? Ja, das wäre gut gewesen. Warte mal. Nee, doch, ich habe Silence. Ich habe keine, Zauber-Dings. Und das Problem ist, es ist eine willing creature. Scheiße. Außer der Bär kommt währenddessen aus der Badewanne, hat sich so ein großes Badetuch quasi nur so notdürftig umgebunden, dass es halt hält und kommt so mit sich so zuhaltenden Ohren dazu und fragt so: Oh, was ist denn das für ein Lärm hier, Mann? Was haben wir mit. Kann man die nicht irgendwie nochmal ruhig stellen? Das hat doch so gut funktioniert vorhin. Naja, wir haben bestimmt noch Seile hier irgendwo. Ja, Seile, Schmeile. Was haben wir vor mit denen überhaupt? Warum nehmen wir die mit? Ich meine... Willst du sie draußen vor dem Zelt lassen, damit sie erst recht andere Kobolde noch mit dir herlocken? Nein, ich denke einfach nur, dass es... Wohin sonst mit denen, Mann? Wenn die anderen Kobolde dann da sind, übergeben wir denen, dann kann... Die können die damit machen, was sie wollen. Ja. Warum sind manche Zuschauer manchmal so thirsty? Ich denke mal, dass er weiß, wie man ein Badetuch so festmacht, dass es nicht runterfällt. Achso, nee, das nicht. Aber er ist oberkörperfrei, so. Also das auf jeden Fall. Ach, das weiß er nicht? Okay. Mm. Ja, dann fällt es ihm hoch. Nein, also es ist halt schon so verknotet, dass es halt hält so. Er hat irgendwie so seinen Liebesknoten, den er sich da... Liebesknoten? Sein Liebesknoten, genau. Er hat seinen Penis rumgewickelt, dass er hält.
einen Diebesknoten. Oh, Bilder. Den Schurken Bilder. Lass mich raten, Joker hat gesagt. Nein, oh, Luna. Oh, oh Luna. Oh. Nee, den nicht, das nicht. Ne. Also ich so. Oh, danke für die Bilder. Also, bitte, ja. Gerne, gerne. Der ja. Sitz passt, das hell. Ja. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Jawohl. Warte mal, Moment aber. Resea ist doch Reptiloid. Reptiloid oder? Ich weiß nicht, wie es bei Schlangen ist. Das auch Moment. Moment. Das Moment. Ja, nein, aber. Nee, aber Rhodium wird entsprechend die zwei Schreihälse dahin mit rein platzieren und. Lenny, ich schick's dir kurz. Oder ich schick's also, mir mal in den Räumer. Sag mal eins, wieso weiß ich, dass gerade eben Chaos Schlangenpenis gegoogelt hat oder sowas? Sind ausfahrbar hab, oder irgendwas? Nein, ich weiß von Leguan was über die. Du Heilige. Ich verstehe. Kannst also wirklich verknoten. Ich bin. Ich bin so doppelt so. Ach Mist. Anyways. Alter, Oh mein Gott. Ja, aber. Weil Schlangen haben etwas für die Leute, die es wissen wollen, was sich Hemipenis nennt. Könnt ihr ja mal googeln. Nee, du. Aber mach den Incognito-Modus werden. Mach den Insi-Modus. ja, gut. Ich hab die auf jeden Fall da drin eingesperrt. Kannst du. Ich kann ja nicht die Türe verschließen. Kannst du die Türe verschließen, Chaos? So. Jetzt müsst ihr Träumchen. Sehr gut. Ah, sogar mit Soundeffekten. Toll. Aha. Ey, nicht die Tür zu machen. Deswegen bin ich noch raus schnell. Blöder Wichser. Die geht echt nicht mehr auf. Ich kann die aufmachen. Ja, auch. Ja, jetzt? Ja, die Vortür, ja. Aber ich meine so. Die Vorraumtür ist, so wie sozusagen die andere Tür nicht öffnenbar ist es, denke ich mal, vollkommen fein. Wenn ich mit Rechtsklick draufklicke, könnt ihr sie nicht mehr öffnen. Dann kann ich Türen verschließen. Gemein! Nein! Das ist praktisch für solche Türen, wo man generell nicht durch darf. Ja. So wie. Aha, verschlossene Türen. Hab ich vorher schon mal Bashing Charge gesagt? Hallo, haben Sie schon mal etwas für Bashing Charge gehört? Darf ich mit Ihnen über Bashing Charge reden? Aber ja. Toni, ich habe dir geschickt, was. Ja. Genau. Ich habe gesehen. Wunderbar. Sisi. Ah ja, und dazu muss ich noch was dazu schreiben, schnell. Interesting. Was? Ich habe kurz meine Verbindung zu Foundry verloren. Ach so. Das kommt vor. Ja, das ab und zu passiert das ja. Ich dachte früher mal, es lag an meinem Internet. Nö, ist bei mir auch öfter so. Okay. Das ist einfach so dieser kurze Mini-Reconnect als solches. Der ist halt einfach da. Ach man, ich krieg ja keine plus 20, wenn ich Klavier spiele. Plus 20. Aber für die Harfe kriege ich plus 20. Okay. Lieben wir. Aber Remington, Virion. ja. Jetzt ist es jetzt wieder passiert. Ja, Virion würde gern einmal sein Klavier ausprobieren. Wenn er da. Performance bitte. Aber nicht. Performance. Oh, es ist perfekt gestimmt und es klingt auch so. Durch das Zelt erhallen Klänge, die einfach nur schön sind. Beruhigend, schön. Es lässt die ganzen Sorgen der letzten Tage wie weggeflogen erscheinen. Ich frage mal. Ja, sehr gut, aber wie viel Heilung kriegen wir jetzt? Keine. Aber ich habe eine viel wichtigere Frage. Beruhigt das ein wenig die Mutter mit ihrem Kind?
Oh, bei dem Kind. Also die Mutter. Oh. Wie eher nicht, aber bei dem Kind maybe. Er hat keine Ahnung von Musik. Sein Banause. Und Banause. Das Kind ist komplett eingelullt. Die Mutter, ein kleines bisschen hört sie hin wieder mal zu, aber nicht viel. Das Kind so eingelullt und immer mal wieder. Und das ist genau das. Genau das. Das ist das Kind schon mal. Wir machen das Kind noch zu unserem besten Freund. Ich sag's euch, wie es ist, Alter. Das ist unser Fahrtbacke. Das wird so richtig Stockholm-Syndrom-mäßig. Ich wollte gerade sagen, Alter. Also, da habe ich schon die Befürchtung, wenn Melle das nächste Woche sieht. Aha. Sie kann den anderen Kobold nicht haben, also nimmt sie das Waisenkind. Nein, ich möchte willst nicht, dass unsere... Waisenkind, Moment. Sie wird dafür sorgen. Sie wird dafür sorgen. Also ich habe nie eine Mutter gesehen. Habt ihr eine Mutter gesehen? It's just a pen and paper if you committed at least 5 war crimes. Wir haben schon den ersten mit der Atombombe. Den zweiten die mit der Folter. Folter. Ja. Well, wir sind auf einem guten Weg. Ja, ey, Mörderhobos. Ich würde sagen, zu allen, dass wir langsam wieder zurück müssen, weil wahrscheinlich die Kobolde gleich eintreffen werden und wir die niemanden finden. Hat mir eigentlich mittlerweile jemand Bescheid gesagt, dass ich mir auch was von dem Schatz holen soll? Ich frag nur. Welchem Schatz? Ja, bis jetzt wurde er nur eingeräumt und du bist am Tüdeln. Und in deinem Zimmer. In der Nähe da drin, ich meine, selbst davor. So waren die Leute mit anderen Dingen beschäftigt. Tragen. Ja, also du hättest maximal mitbekommen, dass die auf jeden Fall fette Taschen voll haben mit allen möglichen Stuff. Aber. Ja, nein, es wäre ihm nicht aufgefallen. Weil ihm ist aufgefallen, okay, ihr seid kaputt. Ja, da ist eine Kobold. Es gab so viele Dinge, die ihn davon abgelenkt haben, um zu sehen, dass ihr sehr viel Gold in den Taschen habt. Ja. Sehr, 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 sehr viel Stuff. Da war ein schreiendes Baby und eine Mutter, die auch geschrien hat. Und ein Drache. Ja. Nee, ich würde auf jeden Fall, also Rhodium würde, weil er noch gar nicht wirklich drin war, würde er jetzt leider mit der Warn. Achso, okay, nevermind. Würde auf jeden Fall noch in sein Zimmer noch mit reingehen. Beziehungsweise. Hey, zu ja. Ist ja freche Dreistheit. Bist du zu breit für die Tür, hä? Huh? Nee, jeder hat. Wenn du auch immer so gehen musst. Das geht mir den Namen, ne? Nee, aber er war noch nicht entsprechend in den Raum hier entsprechend mit drin. Und als Rhodium quasi in seinen eigenen Raum mitgeht, hat das erste Mal seit langer Zeit, seit vielen, vielen, vielen Jahren jetzt schon wieder das Gefühl von Heimat. Und dieses, also man kann es schlecht nachfinden, aber so dieses so leicht drückende, aber schon befreiende Gefühl im Herzen, dass er irgendwo ein Stück Heimat gerade spürt, wortwörtlich auch von der Wärme, von der Flamme des Schreins, die davon ausgeht, ist für ihn fast schon überwältigend und er bleibt eine ganze Weile lang einfach in diesem Raum stehen. Der Musik. Perfektes Timing. So, habt ihr noch was geschrieben? Ja. Komm, eine schöne Arschbombe von den Klippen hier runter in die Lava. In die Katze. Lava. Bei. Ja. So. Aber ich denke mal, alle werden so ein bisschen entspannt ihre machen, Yanara. Yanara hat sich in ihr Zimmer gechillt. Ich würde noch mit, ich würde mich quasi noch mit Faro mal zusammentun und hier die Restle, die alle rausgeschleudert wurden, nochmal mit reinbringen.
Okay, so wie auch. Ich hole euch den Drachen. Yay! Wo wollt ihr ihn hintun? In die Küche? Hier. Also. Einfach durchschieben. Ja, ich dachte vielleicht in die Küche zum schon mal auseinandernehmen. Ja, da ist er, glaube ich, ein bisschen zu groß. Und da reicht die Küche, glaube ich. Oh, ja, ja. Plump. Notfalls grillen wir ihn in deinem Zimmer. Spannende Schnur von Statue zu Statue und dann hängen wir ihn da dran auf. So. Ja. Eure Haustiere habe ich auch schon verteilt. Ein Träumchen. Der Flausch liegt vorne auf dem Kissen, sehr fein. Genau, zusammen mit Arimato. Ah, Gott. Aber ja. Gut, dann haben wir den Rauch auch drin. Uff. Also, ich kenne mich... Achso. Hm? Entschuldigung. Also, ich kenne mich nicht so mit dem Auseinandernehmen von Drachen aus. Abgesehen vom Schlachten, auf dem Schlachtfeld. Uff. Vielleicht kannst du den, wenn Lucius irgendwann wieder Lust hat, aufzutauchen, ja, mit vornehmen. Aber ich habe was Interessantes noch im Tresor gesehen. Nämlich scheinbar... Kurz, wartet ihr, bis Resea auch da ist, oder... Ja, ich denke mal, Resea wird dann wahrscheinlich das ganze Rumble noch mitgekriegt haben. Naja. Ich komme mit mir zu. No. Setz dich auf den Drachen. Ja, moin. Dominanz. Selfie-Poste, Instagram-Foto muss gemacht werden. Ne? Hör mir auf mit dem Dominanz zeigen, seit Rustalot bin ich da. Ja, das verstört. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Aber ja. Und ich hatte da was Interessantes gesehen. Nämlich, abgesehen noch von dem, ja, das ist jetzt erstmal uninteressant. Hier sind einmal eine Art versiegeltes Blatt und zwei Briefe mit gekennzeichnet mit Farumal und Resea. Oh. Gib mal her, lass mal anschauen, was da draufsteht. Aber was da draufsteht, sehen wir nächste Woche. Danke, ich muss das erst wieder sagen. Das war extra. Yeti, ich hab das extra als Trigger gemacht. hat das mit den Briefen zu tun, die wir bekommen haben? Actually nein. Ah, okay. Auch gut. Aber das darf uns trotzdem laufen, dann die laufen sein. Relativ eigenständig. Untereinander eigenständig ab, aber ich habe da irgendwann mal was gemacht. Kann sein, dass ich Notizen habe dazu, ich weiß nicht. Das ist halt. Hast du jetzt noch mal eine Woche Zeit? Zweieinhalb Monate her oder drei? Es ist so lange her. Kannst du dir ja auch wieder was Neues ausdenken? Ganz wichtiges Ding. Du hast was vergessen, da liegt auch noch eine kleine Holzstatue. Ja, ja, aber das habe ich, die habe ich jetzt offensichtlich noch erstmal noch nicht. Okay. Weil die Briefe sind jetzt erstmal interessanter. Und warum warum er die Holzfigur nicht direkt genannt wird. Hat auch weiß gut. Das schon. I guess we never know. I guess we never know. Genau. Ich warne euch vor. Holt euch am besten für nächstes Mal dann Taschentücher. So emotional wie beim Abschied wird es wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile lang nicht werden. Ja, das stimmt. Das war ein anderer Trigger an den Abend, Alter. Holy shit. Fast drei Leute haben geheult. Ist jetzt ganz, ganz heftig zusammengerissen. Ich weiß nur... Als ich über diese Briefe nachgedacht habe, habe ich mich auch schwer zusammenreißen müssen. Jetzt bin ich gespannt. The emotional. Aber wie gesagt, es ist ewig her. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was besitze. Mal gucken. Ich gebe mir Mühe, dass ich was finde für nächste Woche. Aber yes. Oh ja. Machen wir so. Tja. Genau. Das ist ja kein Stress. Aber dann kann ich zumindest schon mal eine Kleinigkeit... Einigkeit und Reich. Für was? Haben wir's. Oh Mann.
So. Genau. Währenddessen nochmal für alle die Leute, die auf Ko-fi und auf Patreon Gespräche warten. Diese starten wir nach der Gamescom, weil während der Gamescom Toni so ein kleines bisschen busy ist. Busy. Ja, ich bin Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf der Gamescom, hab dabei noch nebenbei Stuff für die Freude zu machen, wurde am Wochenende auch nochmal anstrengend, weil am Sonntag habe ich nämlich den Start meiner eigenen Kampagne und muss noch ein Video fertig kriegen. Man möchte meinen, schwer beschäftigt der Mann. Ja. Yes. Und dann hat er heute nochmal neues Material was gemacht. Das habe ich schon, Spoiler! Das habe ich tatsächlich schon durchgebuttert. What? Du bist wahnsinnig. Also ich habe jetzt offensichtlich nicht mit Subtitles, weil das natürlich hätte ewig gedauert. Aber erstmal kurzer Hin dazu. Chaos und ich haben uns heute an die erste Folge von einem kleinen, aber feinen Podcast gesetzt. Oh. Den haben wir so aufgenommen, face-to-face und halt entsprechend noch im MP3 konvertiert. Das wird auf YouTube und auf Spotify kommen. Geile. Ja. Genauso wie es kommen ja noch unterschiedliche Sachen von Ayo, die Aufnahmen zum Wiki werden nochmal hochgeladen. Die werden noch ein bisschen, sag ich jetzt mal, aufwendiger gestaltet, so schön mit Musik, Untermalung und andere Sachen. Aber der Podcast wird auf Baseline erstmal, yo, erste Folge Podcast. Baseline. Und Base. Aber ja, das wird cool. War auf jeden Fall, ich kann nur sagen, wir haben 40 Minuten erstmal gelabert. Ja, wofür so ein Podcast da ist, ne? Das ist Baseline, wirklich. Ja. So, für sich. Cool. Aber du dürft euch drüber freuen. Ich bedanke mich tausendmal, dass ihr heute wieder dabei wart. Ja? Stopp, du musst noch ein Fanart zeigen. Ein Fanart? Oh. Wow. Kam das gerade noch? Fanart zeigen. Ja. Oh, stimmt. Oh, wann kam das denn? Das kam gerade eben erst, weil... Oh. Wo? Yes. Also das ist sozusagen der kleine Spoiler zu dem, was ihr in euren Briefen habt. Oh. Ach so. Aus einem ganz simplen Grund. Aber ich warte jetzt kurz darauf, dass Chaos das einmal zeigt. Ja, ich lade es gerade. Ich lade es gerade runter. Dann kannst du dann Schirmbildübertragung machen. Yes. So, speichern. Speichern. Ja, dann über öffnen. Das weil über Foundry und also, es würde es nochmal ein bisschen zu lange dauern. Ja. Moment, ich kann ja im Endeffekt, ich muss ja nicht mal du musst es nicht mal in den Ordner reinpacken, man muss einfach bloß Bildschirmübertragung machen. Ja, okay, gut. Dann viel einfacher. Ja, ich war jetzt so getrimmt darauf, dass es ja über über den Ordner läuft. Genau. Aber der Ordner ist auch nur eine Bildschirmübertragung. Hey! Ja. Das kam mir gerade. So, wir hatten das angepinnt. Da ist es doch. Link kopieren. Link einfügen. Nein, das war der falsche. Ah, Mann. Ich suche nur gerade Chaos-Szene war das, oder? Solange es nur Urlaubsbilder sind und keine... Fanart, da war er. NSFW-Fanart. Er war halt FKK-Campen, ja, was soll man da sagen? Oh, Mann. Ja. Da haben wir es doch. So... Sollte jetzt jeder sehen können. Oha! Das ist ja, oh mein Gott! Wie ist das geil? Kurze Geschichte dazu. Das ist ein Fanart von Zoru, weil der hat mir angeboten, als Remington gestorben ist, dass er sozusagen ein Abschieds-Fanart kriegt, genauso wie Physik-Charakter das gekriegt hat. Da kannte ich dieses Artwork auch schon und ich war so, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich habe das mit ihm ausgemacht, beziehungsweise das ist meine Idee. Also meine Idee war es, dass das Bild ungefähr so aussieht und er hat das dann sozusagen umgesetzt. Das ist auch ein kleiner Spoiler zu, was bei euch in den Briefen ist.
Da ist aber auch mehr drin, deswegen sage ich da jetzt auch mal nicht mehr zu. Da ist auf jeden Fall jeweils eine große Postkarte mit diesem Artwork drauf. Wieso sage ich euch das jetzt? Diese Woche ist Gamescom. Und da ich auf der Gamescom bin und das bisher noch nie gemacht habe, ich habe Postkarten dabei. Das heißt, jeder von euch, der auf der Gamescom ist und mich sieht, beziehungsweise mir schreibt und mich fragt, wo ich bin, und dann dahin kommt, wo ich bin, kann sich so eine Postkarte abholen. Genauso wie ein Sticker von Remingtons Charakter-Artwork. Oh, cool. Nice. Ich nehme, ich sehe dich, glaube ich, als Einziger, deswegen schnappe ich mir alles von dir und verschick's an die Leute. Ja, also wie gesagt, also die ich glaube, das Spieler ging an die Zuschauer. Der Kampagne hat jeder, also die haben jeder eins. Achso. Okay. Samt den Sticker. Also ihr habt das alles schon. Okay, das geht halt an die Zuschauer, weil ich gerne den Zuschauern auch nochmal was zurückgeben möchte, weil die halt sehr viel Support in der letzten Zeit dagelassen haben. Wenn ihr mich auf der Gamescom seht, könnt ihr gerne zu mir kommen, sagt Hi. Ich habe auch Stifte dabei, weil ich habe schon einige von denen verschickt an Leute, wie zum Beispiel Zuru, die halt sozusagen da maßgeblich mit dran am Arbeiten waren. Wenn ihr wollt, ich unterschreibe das auch. Wenn Toni gerade da ist, unterschreibt ihr das safe auch gerne. Das heißt, ihr habt wirklich, also ihr kommt einfach zu mir. Und für die, die nicht auf die Gamescom kommen, werde ich mir auch was überlegen, dass die an diese Postkarte kommen. Da diskutiere ich aber nochmal mit den anderen, wie wir das machen wollen. Aber yes. So, ich musste gerade sagen, ich finde den Hund da vor dem Grab, ne? Mein Herz ist einfach nur so dieses. Ja, weil kennt ihr bestimmt diese so Videos und Bilder, wo sich so die Haustiere auf den Gräbern von den Leuten platzieren oder oh, und mein Herz, das ist einfach nur so wieder am. Oh. Ja. God damn it. Wollte ich jetzt noch sagen. Genau, Zoro hat gerade geschrieben, mein 80-Stunden-Bild. 80 ja. Stunden, Alter. Ja, das aber dann geht das auch. Also da ist viel Mühe drin. Da ist, also das Level an der, vor allen Dingen, ich mag, oh, die auf Wolken sehen auch so. Vor allen Dingen, ich will gar nicht wissen, wie viel allein dieses Skelett angenommen hat. Ja. Und Toni, du weißt, wie schrecklich ich als Kunde bin. Ja. Also diese Farbe, also ein bisschen dunkler. Nein, also kann das so schon noch. Gerade dieses Bild von dem Skelett, weil ich wollte diesen, kennt ihr aus König der Löwen, diesen Mufasa-Moment, ja, wo er als Wolke zurückkommt und ich wollte sowas in die Richtung haben. Und bis wir beide an diesem Punkt waren, hat das wirklich auch, glaube ich, 2-3 Revisionen sozusagen gebraucht. Aber ich finde, Zoro hat das richtig, richtig göttlich hingekriegt. Ja, das ist echt. Deswegen hat er auch exakt genauso einen Brief bekommen wie ihr. Also genauso verpackt. Und ich werde mir auf jeden Fall, sollten wir uns jemals treffen, auf jeden Fall auch was überlegen. Es gab 10 Skelettversionen. Also, das war wirklich von 2-3 Revisionen. Das Ding ja länger werden. Nee, jetzt wieder ein halben Dürfner. Man muss dazu sagen, er hat mir auch an einem bestimmten Punkt einfach 4 verschiedene Skizzenweise einfach gezeigt, so nach dem Motto, was er sich überlegt hat. Recht hat er. Da hast du ihn wirklich knochenhart schuften lassen. Genau. Gut, Leute. Aber ich muss mich leider schon verabschieden. Ich, ja. Ich bedanke mich für die sehr schöne Runde. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Wünsche euch auch noch was und macht's gut. Bis dann. Wünsche ich auch noch. Bis Dienstag. Bye. Ich bin auch raus direkt. Tschüss. Wenn noch jemand quatschen braucht, ich bin wie immer. Ihr kennt mich. Gut, ich komme gleich nochmal kurz. Ich habe nämlich eine Frage. Ja, klar. Ich bin gleich wieder im Discord dann. Jo. Sehr schön. So. Sehr schön.